Herzlich willkommen, Falco Hauptmann, Türsteher-Legende aus Berlin. Hey, du bist 15 Jahre an der Tür, da kann man schon Türsteher-Legende sagen, oder? Ja, wahrscheinlich für einige. Heute werden wir erfahren, der How-To-Guide, wie man in die angesagtesten Clubs von Berlin reinkommt. Ja, die ewig große Frage. Ich weiß nämlich, wie. Mit dir befreundet sein. Das hilft, aber wenn du es nicht wüsstest, dann wüsste ich jetzt auch nicht, wer es weiß. Werden wir heute drüber reden. Also es wird Geschichten von der Tür geben, Berliner Feierkultur. Ich würde auch von dir gerne erfahren, ich habe mich noch nie in meinem Leben geprügelt. Vielleicht auch mal so ein paar Tipps, wenn es dazu kommt, wie ich mich dann verhalten soll. Und wir haben uns kennengelernt in der Comedy-Szene. Du machst nämlich auch Comedy. Das war auch irgendwie gleich ein weirder Beginn bei uns beiden. Weil ich glaube, wir sind... Erzähl ruhig. Wir sind, glaube ich, beide in so einem Abstand von 2 Wochen in der Comedy-Szene gestartet oder sowas. Ich glaube, du hattest 4, 5, 6 Auftritte. Nee, ich hatte da auch, ja, vielleicht 4 Auftritte. Und dann habe ich angefangen. Wir haben uns auf jeden Fall, jetzt wird es wieder richtig, Berliner Szenig, im kleinen Raum im Mad Monkey. Genau. Damals hat Ingrid die Show gemacht und das waren so Zeiten, ganz anders als heute, wo ja wirklich, also wenn mal 3 Zuschauer da waren, dann lief es gut. Ja, das hat gereicht aber auch, ne? Aber es war ein seltsames Kennenlernen, weil ich war so auf meinen Auftritt fokussiert und hattest dich neben mich gesetzt und angefangen zu quatschen und bist ja schon outgoing Typ. Mhm. Und das hat, glaube ich, 5 Minuten halt gedauert und hast mir davon erzählt, wie du jetzt aufhörst mit Koks und seit 6 Wochen clean und bla bla. Und ich dachte mir, Digga, was ist denn mit dir los? Ja. Warum kommen wir dann gleich in so ein Gespräch? Oder was strahlig aus, dass du mir das gleich erzählst? Ich glaube, das hat gar nicht an dir gelegen. Ich muss sagen, es ist mir im Nachhinein auch ein bisschen unangenehm. Es gibt so Zeiten im Leben, wo man so ein bisschen oversharing ist. Vor allen Dingen, weil es gerade aktuell oder akut war, das Thema, ne? Es hat wahrscheinlich deinen ganzen Alltag eingenommen zu der Zeit, das ist ja normal. So im Nachgang fand ich das eigentlich auch ganz witzig, weil es ist schon, da wusste man gleich, woran man ist. Und es war auch irgendwie war es so, ja, es fällt die Barrikade, weil ich meine, es ist ja nur, Nachtleben ist meine Welt und du erzählst gleich wieder das Problem und du hörst jetzt auf und hier und da. Und ich meine, die Geschichte habe ich in den Jahren an der Tür 1000 Mal gehört, von daher ist es super interessant zu sehen, wenn es dann erfolgreich endet. Das stimmt, das stand damals noch nicht fest. Wir hatten damals, das war im Oktober, dass wir uns gesehen haben, glaube ich. Ja, Oktober, vor 2,5 Jahren. Und im Juni hatte ich aufgehört, Ende Juni, Juli, August, September. Das war gerade mal 3, 4 Monate. Das war noch so die absolute Euphoriezeit. Und im Nachhinein ist es mir unangenehm, da ich jedem die Kassette ins Ohr drücken musste. Es ist aber auch spannend, wie das Thema irgendwann einfach weniger präsent wird und man da nicht mehr so drüber redet. Damals war es einfach ein sehr präsentes Thema. Auch in meiner Comedy ja irgendwie mehr behandelt, rede ich jetzt ja fast gar nicht mehr drüber. Ja, du hast ja damit auch ein bisschen die Macht, ne? Du steuerst das Thema sozusagen, weil du von Anfang an die Tür damit eintrittst. Ja. Und es ist nicht so, dass du es verheimlichst und es kommt irgendwann raus und schlägt Riesenwellen und es gerät dir so aus den Händen raus, weißt du? Und dann kriegst du auf einmal so einen unnötigen Shitstorm. Du hast ja... Du hast den Leuten den Wind aus den Segeln genommen, so ein bisschen damit. Ich glaube, Sucht ist halt ein Thema, oder für mich war es das auf jeden Fall und für viele andere auch, was sehr viel mit Scham behaftet ist und mit, man hat ein Geheimnis und hat vielleicht auch Angst, dass Dinge rauskommen. Und wenn man dann nüchtern wird, dass man endlich die Kontrolle wieder gewinnt und sagt, okay, das ist meine Vergangenheit und jetzt bin ich clean, ich habe nichts mehr zu verheimlichen. Also man will das dann der ganzen Welt mitteilen irgendwie. Ja, ich glaube, außerhalb von Berlin mag das wohl stimmen. Ich weiß nicht, ob Sucht in Berlin noch so richtig mit Charme behaftet ist, um ehrlich zu sein. Ja, nicht einige Komponenten davon schon. So dieses, ich gehe feiern und konsumiere dabei nicht. Aber wenn es dann irgendwie, wenn man vom Feiern nach Hause kommt und am nächsten Tag irgendwie dann weitermacht alleine, dann ist schon, dann fühlt man sich schon ein bisschen dreckig, muss man sagen. Aber die anderen machen ja auch alleine zu Hause weiter. Die geben es nur nicht zu, so wie du in dem Augenblick auch. Das stimmt, ja, da läuft auch viel, genau, auf der After. Ist ja nicht so, dass das dann einfach aufhört. Aber da hatten wir, genau, unsere Comedy-Anfänge, ja. Und ich kann mich erinnern, du warst auch von Anfang an, vom Fleck weg, ziemlich solide. Du hattest gute Bits, gut funktioniert. Du hast auch schon sehr schnell deine Stimme gefunden. Du hattest so sehr diese, vielleicht hat dich 15 Jahre Tür das auch gelehrt, einfach diese ruhige Art. Und vielleicht konnte dich auch nicht so viel aus der Fassung bringen, weil du das kanntest.
von der Tür, oder? Das dachte ich eigentlich auch, aber meine ersten, vor allem mein erster Auftritt, da bin ich genau mit der Einstellung hingegangen, so, ach naja, jedes Wochenende gucken mich Leute an, was soll mich da groß schocken jetzt? Und ich stand auf der Bühne und habe gezittert, meine Stimme hat gezittert. Echt? Mein Knie hat gezittert, ich habe mich selber kaum unter Kontrolle gehalten. Und ich habe dann aber auch, wie du sagst, gemerkt, es kam relativ schnell so die eigene Stimme und ich habe mich selber gefragt, woher kommt diese überhebliche Art, das auf einmal schon zu haben? Mhm. So. Fake it till you make it. Das war es wahrscheinlich. Ich glaube, ich würde es, also wenn ich wieder damit anfange, noch mal ein bisschen anders machen tatsächlich. Weil ich glaube, das war schon ein bisschen zu gleichgültig. Gleichgültig war ja deine Persona. Ich glaube, du war ja nicht gleichgültig, wie der Auftritt läuft. Das nicht, aber irgendwie war es so, ich weiß nicht, ich bin manchmal auf die Bühne und da sind ja ganz andere Comedians, die das deutlich länger machen und viel, viel besser sind. Mhm. Und die waren viel aufgeregter vor dem Auftritt, obwohl die ein Bit spielten, was sie kannten. Und ich dachte mir, warum bin ich so ruhig? So, das nervt mich fast ein bisschen, dass ich so ruhig bin dann vor dem Auftritt, dass mich das so gar nicht tangiert. Und ich bis zur letzten Sekunde mit jedem hinter der Bühne Quatsch, während alle anderen ihre Bits durchgehen. So. Ja. Ich war mir immer nicht sicher, ob das gut ist. Also ich bin mittlerweile glücklich, dass ich nicht mehr so aufgeregt bin und da mehr Routine habe und auf die Bühne gehe und genau nicht fast kotzen muss vorher. Das ist schon gut. Ja, das ist ja auch nichts, was man ändern kann, wo du dir sagen kannst, ich möchte mehr aufgeregt sein, oder? Das nicht, aber ich glaube, das bringt auch ich glaube, es bringt auch irgendwas mit sich. Es bringt auch eine gewisse, ich glaube, es darf nicht so eine Gleichgültigkeit reinkommen, weil dann fehlt die Anspannung und die Konzentration. Aber ich kann mich erinnern, glaube ich, ja, am Anfang liegt man auch häufig daneben. War das nicht einer meiner ersten Auftritte, wo ich einmal mal so das Wort Fotze rausgehauen habe? Das war so ein bisschen unangebracht, ich weiß es. Ja, irgendwie sowas, ich weiß nicht, ich hatte dich danach drauf angesprochen und meinte, das kam so in den Augenblick wirklich nicht gut an. Das ist halt so ein Ding, ne? Das Wort heutzutage zu droppen, ist ja eben ein bisschen schwierig als typisch weißer Kerl auf der Bühne. Mhm. Da musst du einen wirklich guten Aufbau haben, dass das nicht schief genommen wird oder dass du nicht als der typisch sexistische Wichser dastehst. Ja. Und ich glaube, das Skillset hattest du in den Augenblicken noch nicht. Das hatte ich nicht. Nett, dass du das so vorsichtig ausdrückst. Natürlich hatte ich das nicht, das Skillset. Ich war weit davon. Heute habe ich das Skillset, Fotze zu sagen. Ich kann einfach mal Fotze sagen. Ich sag's jetzt nicht. Aber du hattest, glaube ich, eine Woche später, hattest du das wirklich durch irgendwas anderes ersetzt, was richtig gut funktioniert hat. Ah, okay. Ich weiß noch, dass du es wirklich relativ schnell umgesetzt hattest. Und das waren die Anfangstage, wo ich mein Bild dabei hatte damals. Ja. Das ist eigentlich auch eine Wahnsinnsgeschichte mit dem Bild. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte, wahre Geschichte. Wen die Geschichte interessiert, ist in meinem, ich habe ja dieses kleine YouTube-Special gemacht, auch auf diesem Kanal, wenn ihr das auf YouTube schaut. Und ganz am Ende kommt das Bit mit dem Bild und das werde ich wahrscheinlich auch nie mehr spielen. Und es hat mich damals, vielleicht blende ich es auch hier im Video ein, ich kann es ganz kurz erzählen. Die Story ist, dass ich wirklich auf dem Date, das war das zweite oder dritte Date, und wir haben uns bei ihr getroffen, ein Bild geschenkt bekommen habe von mir. Also das war, die hat so ein Bild von mir, von Instagram genommen und hat dann einen Filter darüber gelegt, dass das aussah wie so ein Ölgemälde. Schön nochmal so ein Weichzeichner. So ein Weichzeichner. Und ich glaube, es sah auch dann auf einmal aus, als ob ich geschminkt wäre. Ja. Ich habe mich ja auch als Joke, ich sehe aus wie das Kind von mir und Harald Glöckler. Und das ist auch eigentlich, die Story ist schon witzig und dann, dass du damit ein halbes Jahr quer durch Berlin die ganze Zeit fährst mit diesem Scheißbild. Erstmal das Ding, das Bild ist halt kein Bild, das ist auf Leinwand gezogen, das ist so ein Meter, das ist ein Gemälde einfach. Vor allem, was mache ich damit? Soll ich mir das zu Hause hinhängen? Ich würde es übers eigene Bett hängen. Auf an die Decke, so Michelangelo-mäßig. Oder wenn du so eine Partnerin hast, die mit dem Kopf zur anderen Seite schläft, einfach dort das Bild. Ich habe mir das kopiert und hänge das in, also ich habe eine komplette Ahnengalerie. Also um sich sowas aufzuhängen, da muss man auch schon so Jeremy Fragrance-Mindset haben. So, ich hänge mir ein Bild von mir selber zu Hause auf. Aber den, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie mag ich den. Ja, Der ist strange wie sauer, aber der macht doch einfach sein Ding. Der macht wirklich, also wenn, was er wirklich ist, ist er ehrlich. Aber um die Geschichte fertig zu erzählen, das war dann wirklich, sie hat das Bild dann wirklich, ich war wirklich so ein bisschen in Schockzustand, weil ich nicht wusste,
wie gehe ich damit um? Was sind die richtigen Worte? Was sagt man dann? Und sie auch nur so, gefällt es dir? Und ich so, sure. Und dann stellte sich das wirklich so da auf die Couch oder auf den Stuhl und zog mich dann ran und dann dachte ich so, ich will jetzt auch nicht undankbar sein. So, ich habe jetzt gerade ein Geschenk gekriegt. Aber wurde halt, ich habe wirklich während des Sex manchmal so rüber geguckt und wurde halt von mir selber so aus dem Augenwinkel so, jetzt guck woanders hin. Ich kann nicht, wenn du mich so anstarrst. Oh Mann, ey. Und bin dann gegangen irgendwann und wollte dann, ich muss sagen, nachdem ich gekommen bin, ist es mir echt auch nochmal, also vorher war vielleicht noch so ein bisschen Horniness, so, ist alles cool. Und als ich dann gekommen bin, dachte ich so, das ist richtig weirder Shit. Die ist richtig crazy, Alter. Ich muss hier weg. Ich meine, es war ein bisschen ein Augenblick weird, wo sie das Bild geschenkt hat, aber dass du weitergemacht hast. Das ist traurig. Ja, ich kann so schwer Nein sagen. Grenzen ziehen ist einfach ein Thema. Und dann dachte ich, ich komme hier raus und wir vergessen die Sache mit dem Bild. Und dann hat sie mich aber erinnert, so, hey Moritz, dein Bild. Und dann hatte ich das wirklich unterm Arm. Also ich bin halt wirklich so durch Berlin gelaufen mit diesem Bild, mir selber unterm Arm. Und das konnte ich ja auch nirgendwo abstellen, weil ich bin ja da drauf. Du weißt ja jetzt auch nicht, dass jemand anders das so über den Kopf hängt. Nee, dann hängt das in irgendeiner WG in Friedrichshain und da wird da die einfach so da drauf. Genau. So bei irgendeiner After-Hour. Stell dir vor, die machen da irgendwelche Trinkspiele draus und irgendwann sehen die dich einfach auf der Bühne und sind so, fuck, das ist der Typ vom Bild, Alter. Oder sehen mich im Sisyphos oder irgendwie, ey, du hängst bei uns in der WG und dann zeigen die so ein Foto. Das ist Zufall. Oh Mann, Sachen gibt's. Das war die Story mit dem Bild und das war eigentlich mein erstes Abit. Also das hat mir wirklich geholfen. So, das war dann so mein Anker, so meine ersten 2-3 Minuten. Und was mich aber wirklich gestört hat, dass ich halt einen Prop dabei hatte. Also, dass ich nicht reines Stand-up gemacht habe. Es ist Stand-up, aber irgendwie kam es mir hack vor, weil ich hatte ein Bild dabei. War, glaube ich, okay, aber auch, guck mal, ich bin ja dieser Open-Miker, die Leute kennen mich nicht und ich komme da mit diesem komischen Bild an oder so. Was ist das denn? So, ja. Aber ich meine, wie viele Leute, wenn wir jetzt nicht von rein Stand-up auf der Bühne stehen und nur erzählen, reden, sondern Leute, die irgendwelche Hilfsmittel dabei haben und ihren Weg auf die Art und Weise gehen, weißt du, also am Ende ist doch erstmal nur wichtig, dass die Leute lachen, dass sie eine gute Zeit haben. Das stimmt, aber ich war dann froh, dass ich mir irgendwann, kennst du diesen Punkt, man denkt irgendwie so, okay, das ist das beste Bit, so besser wird's nicht, da kommt nichts mehr nach. Ja. Es wird dann nochmal anders aber mit der Zeit. Aber man muss diesen Rettungsring irgendwann mal loslassen. Man muss den Rettungsring loslassen und das war die Story mit dem Bild und das war freaky. Das war wirklich freaky. Und danach hatte ich auch wirklich so eine kleine Panikattacke, weil mein System, glaube ich, gemerkt hat, so jemand, der sowas macht, ist wirklich nicht ganz klar rum im Kopf. Doch, das ist alles normal. Das ist ein bisschen wenigstens viel. Wurde sie zum Kunststudium zugelassen. Ja, eben, das ist das Gute. Grüße gehen raus nach Österreich. Ich fahre übrigens, mein Sohn hat mir eben Fotos geschickt. Wir fahren morgen Skilaufen oder Skifahren. Da liegt wirklich, also eine Metallabfahrt ist da nichts. Das ist übrigens hier auch kurze Hose und T-Shirt. Der Frühling ist eingeläutet. Die Folge kommt zwar erst in anderthalb Wochen, aber es ist so fucking warm. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Also gerade in der U-Bahn von kurze Hose bis Wintermantel, von verschwitzt bis frierend, alles dabei. Muss man als Türsteher pumpen? Nee. Also so richtig hart pumpen auf dicke Muskeln bringt dir nur selten richtig viele Vorteile, sag ich mal, weil da geht halt auch schnell der Sauerstoff weg. Ne? Und muss schon auch agil sein, ne? Also fit wäre erstmal das Zauberwort, glaube ich, so dass du Stresssituationen in irgendeiner Form handeln kannst. Du musst jetzt nicht gleich der Riesenbrecher sein und du musst auch nicht irgendwie seit 20 Jahren irgendeinen Kampfsport machen, aber du musst fit sein, ne? Um in der entscheidenden Situation halt auch zu funktionieren. So. Größe ist ja wahrscheinlich schon ein wichtiger Faktor. Sollte man denken, aber es ist nicht entscheidend. Also ich habe genug Kollegen, die wirklich nicht meinem Format sind und die qualitativ in nichts nachstehen, in keiner Form. So. Wie oft wird es denn brenzlig an der Tür? Du bist ja fast jedes Wochenende an der Tür.
Wie lang ist dann so eine Schicht? Wie sieht das aus an so einem Wochenende? Also das ist variiert natürlich von Club zu Club, das kann man jetzt nicht so sagen, aber irgendwas zwischen 8 und 14 Stunden wird es in den meisten Fällen irgendwo liegen. Ja. Brenzlig kommt tatsächlich auch wieder auf den Club an. Es gibt super friedliche Clubs, da hast du einmal im Jahr Stress, wenn es gut läuft. So. Und dann hast du natürlich wieder Clubs, wo jedes Wochenende 5-6 Mal die Polizei auftauchen muss, weil Dinge nicht anders zu klären sind. Kann man das ein bisschen nach Musikgenre? Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, zu meiner Techno-Zeit, und du hast ja auch in Techno-Clubs oder arbeitest auch in Techno-Clubs, drinnen habe ich fast nie Stress erlebt. Also ist wahrscheinlich auch eine gute Arbeit von der Tür, wenn man das nicht mitkriegt. Mhm. Aber also wenn ich jetzt mal vergleiche, auch ich war ja auch früher im Karneval oder auf dem Oktoberfest unterwegs. Ich habe in Berliner Techno-Clubs selten so eine Schlägerei erlebt. Die Atmosphäre ist ja eigentlich erstmal sehr positiv. So, jemand tritt einem auf den Fuß und beide entschuldigen sich und alle sind irgendwie nett drauf. Aber oder Techno-Clubs sind doch immer sehr dunkel, ne? Also es fällt nicht so auf, wenn was passiert. so im Darkroom sich noch geprügelt. Es ist auf jeden Fall, bei Techno-Partys liegt der Fokus ein bisschen woanders. Da ist jetzt nicht dieses zwei betrunkene Testosteronaffen. Ja. Haben da jetzt ihr kleinen Pinscher-Revierverhalten und gehen sich an die Gurgel am Wochenende, warum auch immer. Das passiert da ja seltener, da sind es ja eher andere Sachen, ne? Dass Leute zu lange tanzen. Und dann nicht mehr fit sind. Genau, dass sie dann so einen kleinen Blackout kriegen oder dann doch mal überdosieren. Da liegt ja meistens drin, ne, der Fokus dann eher im Laden. Aber jetzt wirklich Stress im Sinne von, es wird sich geprügelt oder dass an der Tür einer sagt, okay, ich bin mit der Entscheidung nicht einverstanden und respektiere das jetzt nicht. Also Diskussionen gibt es ohne Ende. Stress würde ich das jetzt noch nicht nennen. Dass es wirklich mal zu was kommt, was ich jetzt eine Prügelei nenne, das ist wirklich selten. Das ist wirklich selten, okay. Aber wo beginnt eine Prügelei? Ne? Ich meine, wenn dir irgendwelche Kumpels auf einmal erzählen, er hat sich vor 20 Jahren mal geprügelt, dann hörst du von irgendwas, wo sie sich kurz geschubst haben und denkst dir, Digga, das ist wirklich keine Prügelei. So, also. So, kann ich mir kurz die Jacke ausziehen, dann bin ich eigentlich... Naja, genau. Wenn du erst die Jacke ausziehen musst, Digga, dann lass stecken. So. Also wenn du so viel Zeit hast. Nee, also es kann schon mal passieren, dass man jemandem mal deutlicher sagen muss, dass er jetzt gehen muss oder dann doch mal irgendwie schubsen muss, dass er es besser versteht. Man versucht natürlich da auch irgendwie immer das geringste Übel zu benutzen. Ne? Also ja. Ich meine, ich will sorgenfrei nach Hause gehen und wenn ich irgendwie mich wirklich reizen lasse, jemanden zu schlagen, dann muss ich das im Zweifelsfall vielleicht auch noch bezahlen, wenn da was kaputt geht. Werdet ihr gefilmt? Es kommt auch wieder auf den Club an. Ne? Ja. Also viele Clubs sind mittlerweile so, dass sie den Eingangsbereich lieber filmen, um sich selber abzusichern, weil das Problem heutzutage ist, oder nicht Problem, ist natürlich auch gut für die Leute, jeder kann erstmal eine Anzeige machen und dann steht es irgendwie Wort gegen Wort. So. Ja. Und ja, bist irgendwie in der Beweispflicht, dass es nicht passiert ist oder der andere muss beweisen, aber gibt es halt Mittel und Wege. Und dass du dann Kameras hängen hast, kann manchmal von Vorteil einfach sein, um zu zeigen, ja, das stimmt gar nicht, was die Person da erzählt. Aber das Klischee vom Türsteher, der diesen Job macht, weil er Bock hat, ab und zu mal einen mitzugeben, na, jetzt in den Kreisen, wo du unterwegs bist, ist es nicht so. Also ich sag mal, ich habe noch bei Oldschool-Türstehern vieles von der Tür gelernt, so, wo das wirklich, also ein schiefer Blick und es gab ein Ding vor die Glocke. So. Hm. Aber das ist heute ein bisschen anders. Es funktioniert nicht mehr so. Zum einen einfach, weil jeder eine Kamera hat mit seinem Handy. Du kannst einfach nicht mehr wie wild um dich schlagen. Und wenn du es machst, dann wollen auch irgendwann deine Kollegen nichts mehr mit dir zu tun haben, weil du sie ja mit in die Scheiße reitest, dauerhaft. Ja, es wird ja gefährlicher für alle. Definitiv. Und also, keine Ahnung, so gut ist es jetzt nicht bezahlt, dass ich mir denke, also habe ich richtig Bock drauf, mich dort zu prügeln. So. Ja. Also, ich meine, dafür gibt es ja genug andere Orte mittlerweile, wo man das entspannt alles machen kann. Und wenn du wirklich auf Prügeln aus bist oder ein Ding auf die Glocke kriegen willst, mach Kampfsport, ey. Ja. Also, da sind genug Jungs, die dir ordentlich eins servieren können. Und wenn du meinst, in die Presse kriegen willst. Wenn du da richtig Bock drauf hast. Geh mal zum MMA einfach, ja. Geh zum MMA, die... Die du regeln dich schon schnell in deine Schranken. Kennst du das legendäre Video? Ich glaube, der ist mittlerweile verstorben von der Reeperbahn, diese Hamburger Kiezgröße. Der so, die bam, noch ein Problem? Besser ist das. So, komm, gehen wir jetzt mal weiter. Der leitet so einfach direkt über. Legendäre Kiezschelle, ja. Hast du ein Problem? Geh weiter. Alter, bleib noch ein Problem. Besser ist es. So, komm weiter.
Ich habe da keinen Bock drauf, hier mit den Arschlöchern rumzureden. Ja, aber und so einfach kann es manchmal auch gehen. Ne? Und manchmal ist das, also es klingt absurd, aber manchmal ist es das geringste Übel, jemanden einfach eine Backpfeife zu verpassen. So, ne? Gerade wenn Leute irgendwie auf Drogen oder Alkohol sich so richtig in so einen Film reingeraged haben. Ja. Das passiert halt mal, kommen da nicht rein und dann fangen die an, umherzuschreien und zu beleidigen und so. Keine Ahnung, was das ist. Und dann wirkt eine Backpfeife manchmal wie so ein Reset-Button beim Rechner, weißt du? Okay. So ein kurzer Schock und so, ah, okay, fuck, nee, das war dumm. Gut, tschüss. Wie würdest du, ich habe ja gesagt, ich habe mich noch nie in meinem Leben geprügelt. Es gibt doch so die 2, 3 Herangehensweisen. Ich glaube, es gibt so diese Theorie, dass man sagt, einfach den ersten setzen, um irgendwie dieses Überraschungsmoment zu haben. Oder einfach immer eher laufen, wenn geht. Also wenn du die Chance hast, geh der Sache aus dem Weg. Immer. Ja. So, was soll's. Ja. Nichts auf der Welt ist das wert und du weißt nie, wen du gegenüber hast. Und heute ist ja ein bisschen das Problem, es hört ja nicht bei der Prügelei auf. Ne? Jetzt mal angenommen, du hast wirklich eine Prügelei, du hast gewonnen und der andere hat aber ein gekränktes Ego und dann zieht er ein Messer. Das passiert ja, das ist ja das Ding in Berlin, dass die Leute ist es so egomäßig, also da, wo ich herkomme, so vom Dorf, da hast du ja auf die Glocke gegeben und dann gab es danach ein Bier zusammen. Fertig. Und dann war die Nummer gegessen. Dafür hast du dich ja geprügelt. Ja. So. Aber heutzutage, wenn du kannst, nimm Reiß aus. Das sagt dir auch jeder gute Kampfsportlehrer und jeder, der auch ein bisschen Ahnung hat. Das sage ich meinem Sohn auch. Vor allem, der ist jetzt 13, ist aber schon ein bisschen größer und sieht schon aus wie 16, 17. Und dann ist das als Junge natürlich irgendwie gefährlicher. Ist es. Also bist viel gefährdeter. Sowieso statistisch bist du als Mann gefährdeter als Frau draußen irgendwie körperlich irgendwie eins drauf zu kriegen. Ja, weil du häufiger eins drauf zu kriegen. Okay. Das auf jeden Fall, ja. Das vielleicht. Andere Übergriffe natürlich nicht. Ne? Ja, vor allem dann so als 13-Jähriger, wenn das Selbstbewusstsein noch nicht so hast, aber schon als 16-Jähriger gelesen wirst, dann. Genau, genau. Dann wirkst du doch sehr schnell wie so ein. Das. Wie in so einer Opferrolle, ne? Weil du einfach noch gar nicht so das Standing hast. Ja. Apropos Tür. Wir hatten letztes Jahr ja 2, 3 spannende Fälle. A, gab es den spannenden Fall, dass, weiß ich jetzt nicht, ob es eine Fehlentscheidung war oder ob ein Türsteher das einfach nur falsch entschieden hatte, dass Till Lindemann im KitKat war. Hm. Hast du vielleicht mitgekriegt? Das habe ich gehört. Ja. Hast du gehört? Wir können ja auch disclosen, dass du nicht im KitKat, hast du jemals da gearbeitet? Nee. Hat auch nicht so einen guten Ruf, die Tür, ne? Oder willst du dazu nichts sagen? Ich weiß nicht, wie der Ruf ist. Ich meine, klar, jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr, das haben sie auf jeden Fall gut eins raufbekommen mit diesem Bericht, der da rauskam. Aber die Frage ist, das KitKat weiß ja, dass Till Lindemann da häufig vorbeigeschaut hat. Ja, und dann weiß man, was in der Presse gerade, das war halt gerade diese Phase, wo diese Vorwürfe wirklich sehr laut waren. Da spricht man sich doch ab vorher oder dass der Türsteher dann einfach sagt, so, oh, den lasse ich jetzt rein. Das kann für so einen Laden ja auch so eine Entscheidung sehr rufschädigend sein. Ne? Hat das dann wirklich eine Person da alleine entschieden? Oder was denkst du? Also jetzt mal abgesehen von der Tür, ich meine, danach gab es auch eine Pressemitteilung der Chefin. Die gesagt haben, alles okay. Ne? Und die hat das ja offensichtlich begrüßt. Also wir wissen nichts, ja. Keine Ahnung. Also ich, für mich, da wo ich gearbeitet habe, hätte ihn zu der Zeit nicht reingelassen. Also vor allem, wenn solche Vorwürfe im Raum stehen, jetzt ohne da irgendwie Recht ergreifen zu wollen, aber man kann ja erstmal abwarten, was dabei rauskommt und sagen, solange passt es halt einfach nicht, fertig. Das wäre meine Entscheidung für den Laden, wo ich bin, gewesen. Ich kann nicht für die Jungs sprechen, also ich finde es auch eine schwierige Entscheidung, aber. Aber gibt es irgendwie Ansagen vorher, also jetzt zum Beispiel berühmtes Beispiel, Elon Musk wollte ja ans Berghain rein letztes Jahr. Gibt es in solchen Läden dann, wenn man weiß, es ist ein berühmter Promi in der Stadt und gerade im Berghain hört man ja häufig, der ist nicht reingekommen, redet man dann vorher in so einem Club drüber und sagt so, nee, der kommt ja auf keinen Fall rein? Oder wenn man den dann da sieht, so, also, okay, jetzt will ich nochmal Rücksprache halten oder kann dann einer alleine entscheiden, der reichste Mann der Welt kommt jetzt nicht hier rein heute? Ja, ich glaube, in manchen Clubs wird da schon vorher mal drüber geredet, was passiert, wenn diese Person jetzt hier auftaucht und da wird dann auch nochmal mit der Chefetage abgesprochen, will man das nicht, in manchen Clubs. Aber ich denke mal jetzt gerade, also in einem Space wie Berghain, eigentlich auch im KitKat, möchtest du eigentlich doch nicht Elon Musk da haben, wo alle dann irgendwie, wo großes Aufsehen ist. Obwohl es ja immer wieder Promis gibt. Ich habe irgendwie, Mick Jagger war schon im KitKat und es gibt ja immer wieder in den großen Berliner Clubs
weil die ja irgendwie auch sehr bekannt sind und viele Leute auf der Bucketlist stehen. Ich muss mal ins Berghain, ich muss mal ins KitKat. Gehen die da hin? Aber jetzt, wenn du mal einen dieser, sagen wir mal, sexpositiven Partys nimmst, ne? Ja. Wen siehst du da eher, so eine Lady Gaga oder einen Elon Musk? So, ne? Also ich glaube, die Entscheidung ist da ziemlich eindeutig, wen du da eher reinlassen würdest. Ja. So. Es ist halt wieder typabhängig. Ne? Das hat ja gar nichts damit zu tun, ob die Person berühmt ist oder nicht, sondern also du hast natürlich deutlich mehr Informationen über eine berühmte Person. Aber ich meine, Personen wie hier, wie hieß er, Mick Jagger oder Lady Gaga, die haben Rock'n'Roll-Lives, die sind eh sexpositiv in irgendeiner Form, weißt du, die, ja. Das ist schon Publikum, was in so einen Laden noch reinpasst. Und ja. Elon Musk, weiß ich nicht. Also der ist auf jeden Fall ein riesen Techno-Fan schon seit früh an, das weiß ich. So, der er kann ja nicht gut tanzen, das wissen wir. Das ist überliefert. Es gibt Videos, der tanzt halt wirklich wie so ein Dad mit 50 einfach. Aber er ist auch ein Dad. Ich meine, wann war der das letzte Mal feiern? Das ist halt ein Arbeitstier so, ne? Aber der war, glaube ich, früher auch mal Techno-DJ in seiner Studentenzeit. Ja, bestimmt. Bestimmt Tech-House. Wollte der nicht auch so einen riesen Techno-Club in Berlin bauen? Ja, wenn, wollte er sicherlich den größten Techno-Club, den die Welt jemals gesehen hat. Das könnte er auch locker machen und würde es nicht mal merken. Ja, natürlich. Das Geld hätte er. Das Geld. Das wäre echt interessant, was dabei rauskommt. Ich habe auf jeden Fall Geschichten gehört über drei Ecken, wer weiß, ob es stimmt, dass, was eigentlich sehr lustig ist, dass er Speed konsumiert hat im KitKat. Was ich ehrlich finde. So hat er jemandem einen Fünfer in die Hand gedrückt und gesagt, gib mir einen Gramm. Für die, die es nicht wissen, Speed ist halt, kostet halt echt so 5 bis 10 Euro das Gramm. Für 10 wurde es schon krass über den Tisch gezogen. Würde mich mal interessieren, wann der das letzte Mal so einen Kleinschein wie einen Fünfer gesehen hat. Also, so hier. Welchen von denen muss ich dir geben? So. Oder hat so da in der Schlange gestanden und irgendwie jemanden gefragt, hey, kann ich bei euch mitziehen? Stell dir vor, der steht in der Schlange vorm Klo einfach so einfach Elon vor Musk. Dir. Und dann hast du so ein peinliches 2-Minuten-Gespräch mit ihm. Also das wäre schon lustig, wenn du dann gehst mit ihm in Cubicle auf die Toilette zusammen, so einfach so 8 Leute stehen da so gedrängt, so einer auf dem Handy legt da die Lines und Elon ist so. Er steht so zwischen, sei nicht so geizig, ein bisschen breiter. Elon hätte sicherlich so direkt Zweifel. So auf einem Nasenloch steht sich schlecht. Er hat so von der NASA designtes Ziehröhrchen einfach so für beide Nasenlöcher. Bestimmt, aber halt ein echtes NASA. Also ja, nicht, so ein, NASA nicht so ein NASA-T-Shirt von H&M, einfach so SpaceX. Aber was ist denn das richtige Verhalten in der Schlange? Es gibt doch bei vielen. Also ich weiß zum Beispiel vom Berghain ist viel, dass immer so eine Totenstille ist, ein bisschen wie auf einer Beerdigung. Alle haben Angst zu reden. Hm. Ist es denn überhaupt in Techno-Clubs so, dass man sagt, so man darf nicht reden und alle sind immer so ehrfürchtig, dann kommt der Moment vom Türsteher. Ist es vielleicht nicht besser, sich irgendwie normal zu verhalten, aber wie verhält man sich? Aber so super aufgedreht ist wahrscheinlich auch scheiße. Ja, also ich finde es auch immer komisch, diesen Hype um in der Schlange stehen vor einem Club. So, das ist halt einfach eine Schlange am Ende des Tages. So, ne? Ja. Die Leute sind bei den meisten Clubs viel zu aufgeregt und wirken dadurch dann komisch. Also das ist meine Erfahrung. Da merkst du schon, die gehören ja eigentlich nicht rein. Na, egal bei welchem Club ich mal an der Tür gestanden habe, wenn die Leute so extrem aufgeregt sind beim Reinkommen, dann ist alles komisch, weißt du, das Gespräch wird komisch, das Hallo sagen ist schon komisch, ja. Du begrüßt die, dann wissen die schon gar nicht mehr, ob sie reden sollen oder nicht, wo du denkst, hä, also. Aber es ist aber auch eine scheiß Situation, stell dir mal vor, du hast, bist jetzt aus Bristol mit Ryanair für 9 Euro hierher geflogen, willst endlich mal ordentlich Techno feiern gehen. Ja, klar. Hast dir irgendwie am Gate schon den ersten Jackie Cola reingezogen. Hast ja extra noch ein paar Doc Martens gekauft. Hast du noch ein paar Doc Martens. Nicht eingelaufen. Nicht eingelaufen, hast richtig die Blasen vorne und hinten überall. Alle deine Klamotten haben noch die diese Falten aus der Verpackung. Hast das ganze Jahr gespart, hast extra auf den Ibiza-Urlaub verzichtet und das ist jetzt dein Abend. Und dann kommt der Moment und dann entscheidest du halt so, nee, das wird jetzt leider nichts. Also es sind schon, also ich will nicht pathetisch sein, Träume, die zerplatzen, aber das, du kannst schon, wenn es dann nicht klappt letztendlich, in welchem Club auch immer, ist so ein Wochenende nicht sofort gelaufen, aber dann musst du erst zum nächsten, da klappt es vielleicht auch nicht. Also es ist schon eine wichtige Entscheidung, vor allem, wenn du ein paar Stunden in der Schlange gestanden hast. Ja, es ist schon, man muss schon sagen, Berlin ist da schon fucking elitär. Also und du kannst sie nicht reinkaufen. Selten. Was du in anderen Städten, auf Ibiza mittlerweile ja kannst.
Ich glaube, in Ibiza läuft ja fast nur noch so, ne? Mit du musst einen Tisch und mindestens eine Stunde und mindestens den Betrag. Und also da kommst du ja ohne Kontakte gar nicht mehr rein. Aber ich meine, das ist ja auch wirklich nicht Berlin. Ich meine, Berlin ist asozial und günstig. Also. Aber es gab auch wenigstens nie diesen Sellout. So, es ist da drin dann wirklich jeder gleich. Es gibt keine Champagnerflaschen mit Feuerwerk drin. Ja, ganz im Gegenteil, ne? Also da wird ja wirklich. In den meisten Clubs wird einfach jeder gleich behandelt. Das ist so völlig egal, wer du bist. Ob dich jetzt jeder aus einer Serie von Netflix kennt, ist scheißegal. Also wenn du dich, eher noch schlimmer, ne? Wenn du eine bekannte Person bist und du kommst dann an die Tür und du lässt das raushängen, dann kannst du auch gleich wieder abmarschieren. Also im Club ist jeder das Gleiche. So fertig. So, und genauso sollte man, glaube ich, auch, wenn man in der Schlange steht, irgendwie zu den Türstellen kommt, sei einfach du selbst, sei ein ganz normaler Mensch. Sei höflich, das hilft oftmals. Wie wäre es mit einem normalen Hello? Hallo. Ja. Wie geht's? Irgendwas. Freundliches Lächeln, Blickkontakt. Irgendwas. Also die Leute stehen oftmals in Schlangen wie so ein Reh im Scheinwerferlicht. Und ja. Und euer Job ist ja wirklich, so die eine asoziale Person in der Party-Crowd kann ja einfach sehr viel kaputt machen. Also im Zweifel ist dann wahrscheinlich auch gegen den Angeklagten, oder? Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ist er so. Ja, ich meine, wie gesagt, in Berliner Clubs-Szene, da wird ja einfach super viel selektiert. Ne? Das hast du ja, also ich kann jetzt nur für Berlin reden, ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, aber in ländlicheren Gegenden ist das ja nicht im Ansatz so. Oder da muss bei der 1-Euro-Party dann jeder reingelassen. Da kommst du halt nicht rein, wenn du zu besoffen bist, fertig. Aber das hat halt auch andere Beweggründe, ne? Wenn du irgendwie auf dem Land bist, du hast irgendwie zwei Diskotheken in deiner Gegend, dann willst du es dir mit denen auch nicht versauen. So, dementsprechend benimmst du dich auch ein bisschen anders. Hier in Berlin hast du halt dutzende Auswahlmöglichkeiten und gehst in einen Club, kannst dich benehmen wie eine Sau und ein Hausverbot kriegst, drauf geschissen, dann gehst du in den nächsten. Obwohl es natürlich gewisse Clubs gibt, ich war früher viel im Sisyphos und da oder in Rummelsbucht, da treffen sich dann natürlich auch gewisse Leute und Freundeskreise. Genau, das ist ja das Ding in Berlin. Ne? So meistens, wenn du feiern gehst, du musst schon irgendwie ein bisschen wissen, was du möchtest. Es ist halt nicht alles nur so Disco, sondern du irgendwie die Clubs werden unterschieden an die verschiedensten Musikstile. Und wenn du dich dann in Techno nicht auskennst und nicht weißt, da wird heute nur minimal gespielt, dann bist du schon an der falschen Adresse. Und ist manchmal, ich weiß, für einen Gast ist das manchmal sehr schwierig. So, wenn ich irgendwo anders hin war, würde ich vorher auch nicht gucken, ja, was ist das für ein Club, was muss ich wissen? Also, aber es gibt schon unterschiedliche Stile. Also zum Beispiel im Kater musst du halt irgendwie einen bunten Zylinder anhaben und so Bar 25 Vibes oder eine Zirkusdirektorjacke oder was weiß ich. Jetzt übertrieben gesagt. Naja, oder bunten Schal. Ist oder, ja so bunt und Glitzer, ne? Ja, auf jeden Fall Bar 25 da. Bunt und Glitzer, Berghain ist schon eher dunkel meistens. Ich hatte einmal, so, als ich dann gerade, ich habe relativ spät ja angefangen, irgendwie in diese Techno-Szene einzutauchen. So in meiner Midlife-Krise nach der Scheidung, nach dem Exit. Und war dann mit meiner damaligen Freundin unterwegs und auch versucht, ins Berghain reinzukommen, hat nicht geklappt. Und dann im Kater, ja, so, was ist mit euch los? Seid ihr ins Berghain nicht reingekommen oder was? Einfach so schwarz. Und Sisyphos bin ich, glaube ich, immer reingekommen, was auch eine lockerere Tür ist. Sicherlich vielleicht auch ein bisschen kommerzieller, der Laden. Anfangs sieht man, gerade wenn man dann irgendwie ins Berghain oder ein Kater oder auch ins KitKat, wenn man versucht, sich so anzuziehen, dann sieht man auch so ein bisschen verkleidet aus. Und das erkennt man den Leuten dann auch an, oder? Das sieht man sofort. Also Verkleidung siehst du sofort. Sei einfach du selber, wirklich. Also wenn du jetzt irgendwie in die Stadt kommst und du kaufst dir irgendwie bei Amazon den billigsten Choker und irgendeinen Harness, den du sonst nie trägst und packst dir auf einmal Eyeliner drauf, den du sonst auch nie trägst, dann sieht man das. Also so wirklich, verkleide dich nicht. Wenn du Wir sehen es ja so oft, ne? Leute tragen dann auf einmal Klamotten, wo du, keine Ahnung, ob es jetzt die Frauen sind, die tragen auf einmal Klamotten, die zu Hause im Schlafzimmer nicht tragen würden. Ne? Und spätestens drinnen stehen die an der Bar und die ganze Zeit und hier und die Jungs genauso und können sich nicht so richtig gehen lassen und keiner fühlt sich dann wohl. Das trägt einfach nichts bei der Stimmung. So. Ja. Also wenn man reingeht und sich unwohl fühlt, dann ist man halt falsch. Ihr wollt sicherlich auch keine Leute drin haben, die da reingehen, um zu gucken. Also, so, weißt du, so Touri-mäßig. Ich gucke mir das Brandenburger Tor, das jüdische Mahnmal an und dann gehe ich irgendwie in Berliner Club und schaue mir mal an, wie da gefickt wird. Ja, so. Ist halt kein Zoo, ne? Also, nee. Man muss jetzt, keine Ahnung, man muss halt irgendwie Teil der Party sein in irgendeiner Form, so, ne? Man
keine Ahnung, irgendwie interagieren, ein bisschen sozial sein, so, ne? Jetzt nur reingehen und mit sich und seinem einen Freund dann alleine an der Bar stehen und auch so zeigen, dass man mit niemandem was zu tun haben will, ist ja auch komisch. Das ist ja, nicht der Partygedanke. Man geht ja raus, um mit Leuten zu feiern, um irgendwie die Musik gemeinsam zu genießen, einen schönen Abend haben, für ein paar Stunden mal kurz Kopf aus und vergessen, was die Woche gebracht hat. Das ist ja das Ziel. So. Das vermisse ich, schon so ein bisschen. Da kommt ein bisschen Sehnsucht auf. Es ist Freitag. Was machen wir dieses Wochenende, Falco? Nee. Ich vermisse tatsächlich auch das Feiern an sich, aber ich kann es auch nicht mehr. Also. Du bist ja auch auf jeden Fall cleaner geworden oder konsumierst fast gar nicht mehr, so gut wie gar nicht mehr, ne? Praktisch nichts. Du hast es ein bisschen anders geschafft als ich, weil ich bin ja wirklich komplett, aber du trinkst ja noch Alkohol ab und zu. Und das triggert dich dann nicht so sehr, andere Substanzen zu konsumieren? Nicht im Ansatz, ne. Echt? Also, für mich bei mir ist wirklich bis heute dieses, ich hatte einen längeren Weg weg davon, also es ging einfach über längere Zeit so immer weiter runter dosiert, aber auch weil eigentlich schon lange gar keine Lust mehr und selbst das letzte Jahr, wo ich dann irgendwie noch aktiver mal was genommen habe, war es immer so, ach, warum eigentlich noch? Das war so Gewohnheitsballern, weißt du? Ja, total. Das ist wie Raucher irgendwann halt auch einfach rauchen. Genau, aber dadurch kriegst du auch so ein immer schlechteres Tief und ja. Also bei mir ist wirklich, ich meine, ich krieg's ja natürlich irgendwie im Club-Kontext ständig angeboten, so, aber nur der Gedanke, wie es mir nächsten Tag geht, reicht als Abschreckung schon komplett. Da ist sowas von keine Lust da drauf. So. Und das eine Mal, wo ich dann im Jahr sowas dann doch mal mache, dann reicht es mir auch wieder für ein Jahr. Also dann bin ich auch geheilt und denke mir schon so nach 3 Stunden so, Digga, ich weiß, warum ich das nicht mehr mache. So, fertig. Irgendwann funktioniert das Großhirn immer besser und man kann sich wirklich dran erinnern und weiß einfach, okay, dieser kurzfristige Kick lohnt sich einfach nicht. Ja, nicht im Ansatz. Also selbst der, wenn ich nur an den Kick denke, der bringt mir schon nichts. Also es ist wirklich so, ich habe dann nicht mal eine gute Verbindung hin, dass ich mir denke, ja Mann, das wäre jetzt geil, so das zu fühlen. Das ist gesund. Ich war heute beim Sport. Ich mache ja CrossFit. Habe ich vielleicht noch nicht erwähnt, ich mache CrossFit. Da reden. Ist auch vegan, oder? Ich habe letztens so ein lustiges Video gesehen, wie How Bodybuilders Eat Almonds. Und dann macht er so, that's a nice almond. How CrossFitters Eat Almonds. That's an almond, but I'm a pussy. 100.000 Likes. CrossFitter, alle machen sich lustig über CrossFitter und CrossFitter selber denken, dass sie der hotteste Shit sind. Keine Ahnung, mir macht's Spaß da, ich habe da eine gute Zeit. Also, was ich immer nicht verstanden habe, ich habe es auch mal ein halbes Jahr gemacht. Ich finde es einen mega coolen Sport. Es hat mir Spaß gemacht. So ist es nicht. Aber also dieser Lifestyle, der darum gelebt wird, da dachte ich mir mal, ist mir einfach zu doll. Aber das denke ich mir auch im Fitnessstudio. So, ich gehe da hin, ich mache ein bisschen Sport für mich, ich will irgendwie fit sein. Und sobald ich da rausgehe, ist dann auch gut. Also, ja. So, aber dieses, so ich, das ist jetzt mein Morgens, Mittags, Abends und jetzt Keto hier und morgens gibt es den Chia-Samen, irgendwas, Haselnussbrei und dazu noch den Powerriegel und hier habt ihr jetzt meinen neuen Code, seitdem ich 3000 Follower habe. Also komm, leck mich am Arsch mit deinem scheiß CrossFit, wirklich. Hör auf, da müssen wir auch noch drüber reden. Also vielleicht wäre das ein Werbeprodukt, was zu mir passen könnte. Vielleicht wird hier irgendwann Proteinpulver angeboten. Das müssen wir noch gucken. Aber was ich eigentlich erzählen wollte von CrossFit, hinter mir, das war ein kurzes Workout, 15 Minuten, und hinter mir war einer, man steht ja relativ nah beieinander, der meinte so, oh, ich habe gestern bis 2:30 noch gesoffen. Es war um 10 Uhr morgens und ich dachte schon so, der ist ein bisschen jünger, Ende 20, Mitte, Ende 20. Da dachte ich schon so, Junge, allein der Gedanke dann da dran, oh, fuck ey, wenn ich bis 2:30 gesoffen hätte, so 4 Stunden schlecht geschlafen und jetzt da dieses Workout machen soll. Und dann hatte der zusätzlich, dann hat der angefangen zu schwitzen. Du kennst ja dieser abgestandene Alkoholgeruch. Von seinem Atem und aus den Poren kam das. Und das fand ich wirklich so eklig. Das ist mega eklig, aber das Ding ist, wenn du sowas einmal machst, ne, also nach so einem durchfeierten Abend, dann merkst du auch, dass du nicht mehr den ganzen Tag leidest unter diesem Kater, weil du schwitzt dir den raus, du gehst dann nach Hause, isst was und du bist durch mit deinem Kater. Anfangs habe ich das auch irgendwie noch alles unter einen Hut gekriegt. So feiern am Wochenende, dann vielleicht Montag, Dienstag kein Sport, aber dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag Sport. Und ja, das irgendwann. Nicht mehr. Ich bin dann eine Woche hin. So, alleine deswegen. Ich habe keinen Bock, mich die ganze Woche wie so ein Schluck Wasser in der Ecke zu fühlen. So, also einfach wie so ein Dreckslappen, weil ich nicht hochkomme. Ich schaff's nicht zum Sport. Ich habe gar keine
Energie und wenn ich es zum Sport schaffe, dann leiste ich da nichts. Man hasst sich dann auch einfach irgendwann selber, denke ich. So. Ja, du bist ja eh schon in so einem Emo-Kater und dann gerätst du auch noch in so eine Abwärtsspirale. Das ist einfach so eine tödliche Mischung, gerade im Winter hier in Berlin. Also, oh ja, dann auch Vitamin D fällt komplett. Ja, wirklich, es tut einfach nicht gut von vorne bis hinten. Was für mich echt gut ist, dieser Gedanke kam mir komischerweise erst diese Woche, dass ich jetzt abends eine Beschäftigung habe mit Comedy und ich genau zu der Zeit beschäftigt bin, wo ich vielleicht zu Hause sitzen könnte und auf dumme Gedanken kommen könnte, zu sagen, ich gehe jetzt einsaufen oder ich bestelle mir was oder was auch immer. Weil ich ja abends beschäftigt bin und happy bin dadurch. Ich habe ja abends was, was mich glücklich macht mit Comedy. Was wäre denn dein Plan B gewesen, wenn du Comedy gar nicht gut gefunden hättest? Naja, das war ja nicht so geplant, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt nüchtern, dann kann ich Comedy machen und also es war ja nicht so geplant. Ich weiß, aber sonst es hat ja funktioniert. Ich glaube, es wäre sehr viel schwerer gewesen, nüchtern zu bleiben, wenn ich bleibe ja wirklich, anfangs bin ich ja wirklich auch für Comedy nüchtern geblieben. Mhm. Jetzt ist Sport für mich auch so eine Sache, wo ich, wenn ich an einen Trinken denke, würde ich sagen, so, ich will morgen um 10 zum Sport. Ich trinke jetzt kein Bier, mache ich nicht. Aber ehrlicherweise, mittlerweile ist es so weit raus aus meinem Gedankensystem. Es ist wirklich nicht mehr ein Verzichten. Ich denke gar nicht dran. So wie jemand, der, ich weiß nicht, ob du rauchst oder jemals geraucht hast. Ein Gruppenzwang, vor dem ich mich drücken konnte. Genau, aber so, du denkst jetzt ja auch nicht mehr daran, eine Zigarette zu rauchen, weil du es nie gemacht hast. So. Ah. Also ich fände es auch bis heute bescheuert, um ehrlich zu sein. Ja, wie alles andere auch. Ich meine, man muss sich auch mal vorstellen, ne? So Zigaretten sind ja nur wirklich die. Bei jeder anderen Droge weißt du vom ersten Mal an, warum du es machst. Zigaretten ist das Einzige, wo du dich eine Woche, zwei Wochen lang richtig überwinden musst, dass du es überhaupt hinbekommst. Obwohl Alkohol schmeckt auch scheiße anfangs, oder? Naja, aber du bist ja trotzdem bis erstmal. Aber von Nikotin bist du auch gut benebelt. Zum Anfang hast du auch nur mit deiner Lunge zu tun. Also zum Anfang ist ja eh nur. Man gewöhnt sich das an. So, ich will das. Ja, das war so richtig, das ist so reines Gruppenzwang. Ja. Keiner fängt an, weil es schmeckt. So, ich meine, wenn du Gras rausbeißt du beim ersten Mal, warum du es machst, wenn du Speed nimmst. Aber es kickt schon auch Dopamin ein bisschen, Nikotin. Beim ersten Mal? Ja, schon, glaube ich. Ich weiß ja nicht, ich habe ja nie gebaut, Nikotin macht auf jeden Fall so süchtig wie wenige andere Dinge und es ist sehr schwer, das aufzuhören. Das ja, aber es verpasst dir keinen Rausch zum Anfang. Nee, irgendwann auch gar nicht mehr. Irgendwann ist einfach nur. Es ist nur noch beruhigend. Es ist nur noch beruhigend. Und wenn du es nicht machst, bist du zittrig. Genau. Das ist eigentlich echt ein völlig absurde Nummer. Echt ein Scheißdeal. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn Comedy nicht funktioniert hätte. Manchmal denke ich dran, eigentlich mein Plan nach der Uni, eigentlich stand schon fest. Meine Ex-Frau ist ja Australierin. Ich wollte mit nach Sydney ziehen und wollte so in der Beratung arbeiten. Weißt du, so McKinsey oder BCG, Boston. Ich weiß nicht, ob ich genommen worden wäre, aber das war mein Plan. Ich gehe nach Sydney und suche mir so ein Beratungs... Ich glaube, das wäre ziemlich schwierig geworden, wegzukommen. Damals habe ich noch nicht gekokst. Und spätestens dort hättest du angefangen. Also wahrscheinlich. Mit solchen Unternehmen auf dem Level. Das stimmt, aber in Australien ist Kokain richtig teuer. Ich glaube, 200-300 Euro. Das sieht dich doch in der Position eh nicht mehr. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, mit meinem Autoritätsproblem wäre das eh nichts geworden. Ich hätte ja keine große Karriere gemacht. Aber eigentlich wäre, dann kam ein Kumpel auf mich zu, Kai, und meinte so, hey, lass doch ein Startup gründen in Berlin. Und ich war so, ja, lass machen. Also hätte der das nicht gesagt, wäre der Weg ganz anders gelaufen. Dann hätte ich irgendwie in Australien gehangen. Das ist manchmal komisch, was so kleine Entscheidungen oder dieses Comedy irgendwann, ich hatte das auch die ganze Zeit vor mir hergeschoben und ich hatte mir sogar schon den Club rausgesucht, den Mad Monkey, hatte da mal gesprochen, habe das dann aber auch wochenlang nicht gemacht und irgendwann habe ich eine Story gesehen, wie meine Ex-Freundin auf dem Date da war und hat dann eine Story gepostet, so, ah, war mega funny und ich so, nee, jetzt musste man. Jetzt war die sogar schon da und das hat mich dann geärgert und dann, das hat mir zumindest den Tritt in den Arsch gegeben, so ein bisschen. Ah ja. Ja. Das war deine Motivation. Ja, gar nicht, die hat das dann gar nicht mehr mitgekriegt, aber es war irgendwie hat mich das dann gekickt, aber ich hatte mich gar nicht informiert, dass jetzt zufällig wirklich literally von meiner Haustür die beste Comedy-Szene Deutschlands, wahrscheinlich sogar Europas für Anfänger. London hat sicherlich eine größere Comedy-Szene, aber für Leute
wie mich, selbst mit ein, zwei Jahren Open-Mic-Erfahrung, können nicht so viele Spots da spielen wie hier. Also da ist Berlin wirklich Luxus, das muss man schon sagen. Also aber das ist eigentlich ein Zufall und dass sich die Szene ja seit 2,5 Jahren, seitdem ich dabei bin, wahrscheinlich meinetwegen, richtig gut entwickelt hat. Ich wüsste keinen anderen Grund. Ich wüsste keinen anderen Grund. Wer, wo? Wer, also wo, ja. Nenn mir einen, ja, der das vorantreibt. Zeig mir einen. Zeig mir einen. Name all black people. Also, naja, das sind so Zufälle im Leben, wenn ich jetzt in Nürnberg gewohnt hätte. Aber irgendwie hat das alles zusammengepasst und im Nachhinein macht irgendwie alles immer total Sinn. Denk mal so, okay, das war dieser Weg. Ja, nee. Klar, im Nachhinein macht es immer Sinn, aber ja, vorher stehst du halt da. Große Wege. Apropos große Wege, du hast ein Hobby, du läufst gerne lange Strecken zu Fuß. Hm. Ne? Ja, ich habe ein paar sehr lange Wanderungen hinter mir. Mhm. Es hat alles mal angefangen mit so richtig klassisch Herzschmerz-Jakobsweg. Aber wirklich, hast du wirklich im Liebeskummer den Jakobsweg? Na, es war so eine Phase damals, irgendwie Mitte 20, also 5 Jahre Beziehung zu Ende. Da ist einiges schiefgelaufen, das war so meine aktivste Drogenzeit auch davor. Mhm. Irgendwie war ich an so einem Punkt, wo ich... Auf Drogen ist man nicht so, nicht immer der Treueste irgendwie, ne? Nee, das war nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt, okay. Es war einfach so... Beziehung war, da waren wir beide toxisch wie Sau. Und also, love it. Das war keine gesunde Beziehung und wie das zu Ende gegangen ist und als es dann zu Ende war, dachte ich mir, Alter, ich stehe nicht an dem Punkt, wo ich stehen wollte und ich bin auch nicht die Person, die ich eigentlich gerade sein will. Also ich bin sehr unzufrieden damit und hatte dann das erste Mal irgendwie ein bisschen Kohle übrig, nachdem die Beziehung zu Ende war und dachte mir, ja gut, jetzt hast du auch mal so einen Urlaub alleine, also jetzt bist du Mitte 20, jetzt musst du mal irgendwie was planen. Und dachte immer so, ja, Jakobsweg, machst du irgendwann mal. Und dann dachte ich mir, den komm. Spuren von Harpe Kerkeling. Obwohl, der hatte das damals noch nicht gemacht oder doch, geschrieben. Doch. Hatte das schon geschrieben? Der hatte, glaube ich, kurz vorher das Buch rausgebracht. Das hatte mich dann auch nochmal motiviert und dachte so, ach komm, mach das einfach. Warst ja noch nie wandern, was soll schief gehen, sind ja nur 800 Kilometer. Sind das 800 Kilometer? Von Spanien nach Frankreich, oder? Genau, du startest praktisch an der Grenze Frankreich-Spanien. Von Saint-Jean nach Santiago de Compostela. Mhm. Das 790 oder so Kilometer. Das habe ich gemacht und kam zurück und war so, krass, irgendwas ist auf diesem Weg passiert mit mir und irgendwas hat angefangen sich zu entwickeln, aber das hat nicht ausgereicht. Und dachte mir, ja, eigentlich sagt man ja mal so, Jakobsweg beginnt vor deiner Haustür und ein Jahr später bin ich dann hier in Berlin einfach losgelaufen und nochmal nach Spanien. Und in 5 Monaten dann von Berlin nach Spanien. Du bist von hier nach Spanien gelaufen? Ja. Ah, krass. Mit ein paar Umwegen. Ich bin erst nach München gelaufen, um Freunde zu besuchen und dann in die Schweiz gelaufen, um Freunde zu besuchen und dann aber wirklich straight nach Spanien. Mit Zelt unterm Arm oder in Jungterbergen dann? Oder? Ich hatte ein Zelt dabei, gemischt. Damals ja noch meine Wanderanfänger. Ich habe dann relativ viel in Herbergen geschlafen, weil ich doch noch nicht so outdoorsy unterwegs war. Mhm. Ja, habe das irgendwie beendet und kam dann wieder und war so, ja, ich brauche jetzt irgendwie den nächsten Schritt. So, so richtig Forrest Gump-mäßig. Ja, es war so richtig, ich war K.O., ich war tot, ich war aber auch leer. Ich kam nach Berlin und das war wie die beste Therapie, die man haben kann. Ich war einfach innerlich glücklich leer, weil viele Themen abgehakt waren. Du hast so viel Zeit zum Nachdenken und du hast keine Möglichkeit, den Gedanken auszuweichen und dich abzulenken. Und das ist, glaube ich, das, was den meisten daran an diesem Wandern oder Jakobsweg vor allen Dingen dann so gut tut. Dieses, okay, jetzt mal kein Handy zur Ablenkung und ich jetzt keinen Empfang und ich sitze abends nicht vorm Fernseher und fuck, jetzt muss ich mich den Gedanken stellen. Ich kann ja nicht aufhören, dran zu denken. Wir kloppen auf die Gedanken eigentlich die ganze Zeit drauf. Ich hatte letztens dieses Bild mit dem Handy, das ist wie, kennst du, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, und so diesen Arcade-Ding und dieses Whack-a-Mole, wo du so einen Hammer in der Hand hast und wo du, da kommt so diese Maulwürfe raus und du musst immer so wack, wack draufhauen. Und das Handy ist wirklich so, sobald so ein Gedanke irgendwie so sich so langsam entwickelt, kommt so das Handy direkt so whack, so weg mit dir. Du hast eigentlich gar keine Chance, dass sich irgendwas entfaltet im Kopf, irgendeine Kreativität. Ja, du hast schon die Chance, aber es ist halt leicht, das zu unterdrücken, ne? Also gerade wenn es lenken uns ständig ab irgendwie. So um ernstere Themen geht, die man sich natürlich auch nicht so gerne stellt und die vielleicht auch wehtun. Also das ist auch so ein typisches Ding. Also jetzt vor allen Dingen auf dem Jakobsweg, da siehst du schon viele Tränen auf dem Weg. Ne? Also auch viele Leute, die in meiner Kirche sitzen und da wird dann geweint. Aber da geht es dann auch irgendwie um Verluste, um Dinge, die passiert sind. Da sind Leute auch sehr offen mit den Themen, die ihnen passiert sind, weil irgendwie alle
So, man merkt schon eine Verbindung. Ja, du musst dich deinen Sachen stellen. Du kannst den dort nicht ausweichen. Das tut gut. Also das ist eigentlich der richtige Weg, weil sonst musst du halt irgendwann zur Therapie und machst im Endeffekt genau das Gleiche dort, was du dort auf dem Weg mit dir alleine ausmachst. Und dann hatte ich irgendwie der Bug, der Travel-Bug oder der hatte ich das irgendwie gereizt, weiterzumachen, ne? Nicht losgelassen. Ich wollte den nächsten Schritt. Ich war dann irgendwie so getriggert. Dann kam auch so ein bisschen der sportliche Charakter rein. Ich dachte mir, ja, Mensch, was wäre jetzt das nächste Ding? Und dann haben mir natürlich alle Amis auf den Wegen von ihren tollen Trails in den USA erzählt. Und ich dachte mir, ja gut, da gibt es drei berühmte. Und eigentlich war nur noch die Frage, welchen mache ich als erstes. So. Und du wolltest von Texas nach in den Norden, oder? Nee, also ich... Von Arizona? Du kannst ja auch einfach sagen. Genau, das erste Mal war ich auf dem Pacific Crest Trail, dem PCT. Der geht von der Grenze von Mexiko bis zur Grenze Kanada. Also Tijuana... Von oder ist das Tijuana an der Grenze? Also San Diego unten, ne? Also genau, die Gegend ungefähr, also Kalifornien, Oregon, Washington. Das war dann der erste Weg, den ich gemacht habe und geschafft habe. Deshalb bist du an der Küste dann entlang? Nicht an der Küste, eher durchs Gebirge, also durch die Sierra High Mountains und so. Und dann Yosemite? Genau. Ja, 5 Monate. Krass, 5 Monate. Wie viele Kilometer sind das? Das waren, glaube ich, 4.600 oder so. Ja. Und dann wollte ich den nächsten Weg machen vor 2 Jahren, jetzt 1,5 Jahre. Den habe ich leider abbrechen müssen nach 4 Wochen. Ja, weiß ich. Wir haben uns kurz danach gesehen. Was war nochmal? Du hast dich verletzt, oder? Ich habe Fußprobleme bekommen, ja. Das ist halt, man muss auch sagen, die Leute, es gibt einen sehr engen Zeitraum, wenn man diese Wege machen möchte, in dem man starten kann, rein witterungstechnisch und jahreszeitentechnisch mal. Du musst halt vorm Winter irgendwo ankommen, sonst kannst du nicht mehr wandern. Und damit du aber auch nicht zu früh in den Bergen bist, kannst du auch nicht zu früh anfangen. Und naja, es ist wirklich so ein Zeitfenster von, sag ich mal, 2-3 Wochen, wo fast alle starten, die versuchen, das zu machen. Und von denen, die starten, schaffen es ungefähr 10%, so einen Weg zu beenden. Das ist nicht viel. Ja. Das ist nicht viel. Also das ist, da, aber da sind so viele Dinge, die einfach schiefgehen können, die gar nicht in deiner Hand liegen. Ne? Und in dem Jahr. Das war eins davon. Haben meine Beine nicht mitgespielt. Steht es nochmal auf dem Plan? Das ist eine gute Frage, die wird mir oft gestellt. Es ist im Hinterkopf. Ich will die anderen beiden Wege auf jeden Fall irgendwann in meinem Leben noch machen, aber zurzeit haben andere Dinge Priorität und andere Wünsche Vorrang. Du stehst viel in deinem Leben. Ne? Also Stand-up an der Tür, laufen, ist viel auf dem Bein. Ja, ja, das stimmt. Daher die dicken Dinge. Ja, du hast auf jeden Fall die Beine. These legs are made for walking. Ja, auf jeden Fall. Also. Ist es eigentlich an der Tür auch manchmal langweilig, obwohl es sind ja Kollegen dabei, man redet wahrscheinlich, man schnackt. Oder ist auch manchmal, dass die Zeit da nicht wirklich rumgeht? Es ist, ich sag mal, relativ oft schon ein monotoner Job. Das ist so. Man ist ja da für einen Notfall. So. Mhm. Der Knackpunkt daran ist eher, dass du trotzdem die ganze Zeit unter Anspannung stehen musst, weil. Stimmt. Also. Muss konzentriert bleiben. Du kannst halt nicht dieses, okay, jetzt passiert halt nichts, also lehne ich mich mal zurück und keine Ahnung, mein Kopf ist woanders. Du bist halt trotzdem ununterbrochen unter dieser Anspannung. Jeden Moment kann hier die Hölle losbrechen, weil. Stimmt. Schlimme Dinge kündigen sich nicht an. Also. Ja. Die passieren auch nicht langsam, sondern die gehen von 0 auf 100 und du musst funktionieren in dem Augenblick. Stimmt, du musst eigentlich die ganze Zeit konzentriert sein. Genau, also immer. So jeder Gast kann potenziell dir ja auch was Böses wollen. So, ne? Du guckst irgendwie, nur mal so als Vergleich, du kannst dich mal am U-Bahnhof stellen und mal versuchen, jeden, der an dir vorbeiläuft, irgendwie auf die Hände zu gucken. Nur mal, was die machen. So, und das ist schon sowas, was du irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf behältst. So. Also ihr schaut schon dann auch auf die Hände. Also ist jemand irgendwie bewaffnet? Ist der friedselig eingestellt? Ja, ich schaue auf viele Dinge. Das ist nur eine Sache, die man bei sich selber mal ausprobieren kann, wie viel Konzentration das kostet, so nur sowas zu machen. Und im Nachtleben können Dinge schnell passieren. Kann ja sein, dass irgendwie letzte Woche jemand sein Ego so groß verletzt hat, dass er diese Woche wiederkommt und was versucht. So, und du musst halt wachsam sein, ununterbrochen. So, das ist halt das Schwierige an dem Job. Hat es jemals was gebracht an der Tür, zu diskutieren? Kann man jemals, weil ich weiß jetzt, Berliner Türpolitik, meistens hört man dieses einfach heute leider nicht. Es ist leider auch eine Heuchelei. Obwohl es ist leider heute nicht. Man kriegt ja eigentlich auch keine Begründung, woran es liegt. Ist zumindest die Politik in vielen Clubs
Also ich glaube, mal als erstes ist leider es nicht geheuchelt. Nee. Also es ist mir schon bewusst, wenn ich jemandem Ja oder Nein sage, also vor allen Dingen Nein, dass ich ihn den Arm versau vielleicht. Mhm. Das tut mir für die Person auch leid, ja. So ist es nicht. Ich mache das jetzt nicht, weil ich es geil finde. So. Ja. Aber es ist noch die höflichste Art, zu sagen, hey, tut mir leid, heute leider nicht. So. Aber eine Begründung gibt es nicht. Ne? Um Diskussionen zu ersparen. Ja. Hat es jemals geklappt, dass sich einer da nochmal reingequatscht hat? Also rein quatschen und rein diskutieren sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Ja, also dass er gesagt hat, so, hey, ich bin irgendwie jedes Wochenende hier, ich bin irgendwie Freunde sind schon drin, erkennst du mich nicht wieder? Oder, aber... Ja, wenn ich dich nicht wiedererkenne, dann bist du wahrscheinlich nicht jedes Wochenende da. Also. Nee, also es kommt ein bisschen auf die Art an. Ne? Manchmal so selektieren, das ist halt kein Ding, wo du 100% immer richtig liegst. Da ist nun mal eine Fehlerquote bei. Und manchmal hast du ein Bild von einem Menschen, was in deinem Kopf so erstmal richtig ist und sobald er den Mund aufmacht, bricht das aber komplett zusammen und da passiert was ganz anderes und ergibt ein ganz anderes Bild in deinen Kopf, sodass du auch deine Meinung durchaus revidierst. Also so ist es nicht. Wir sind ja nur keine Unmenschen und keine Vollidioten und manchmal sagen Leute irgendwie auf, da bist du dir schon unsicher beim Nein sagen und dann gehen die aber einfach auf so eine super höfliche Art. Die reden gar nicht mit dir, die versuchen gar nicht reinzukommen, dass du dir einfach denkst, Mann, Alter, die waren so respektvoll, irgendwie so angenommen mit einem Lächeln. Trotzdem steht stimmt, dass man beim, dann manchmal denkt auf die Reaktion, ach ja, vielleicht hättest du doch anlassen können. Wir hättest doch machen können und manchmal sagst du den Leuten doch noch, weißt du was, ich habe mich umentschieden. Ah, cool. Aber mit diskutieren auf gar keinen Fall. Also diskutieren ist immer dieses, nee, Mann, also. Hat man manchmal im Hinterkopf, gerade wenn es jetzt Leute mit Migrationshintergrund sind oder ausländisch aussehend, dass man denkt, ach, ich will jetzt nicht den Vorwurf kriegen, irgendwie rechts zu sein. Also dass man vielleicht dann Leute eher reinlässt, wenn man sagt, so nachher kommen die wieder und sagen irgendwie, also beeinflusst das einen, das Aussehen der Leute oder? Nee, ich glaube gar nicht. Dafür ist, also gerade in Elektroclubs oder dort, wo ich arbeite, ist das Publikum einfach mittlerweile so divers, dass das schwierig ist, solche Der Vorwurf kann gar nicht Vorwürfe, kommen. Ja. Naja, doch, die Vorwürfe können natürlich von jedem kommen. Jeder kann sich verletzt fühlen und gerade jetzt, ich als typisch weißer Türsteher, dass Leute bringen mir gerne den Vorwurf, dann Nazi zu sein. Das wenn sie nicht reinkommen, sagen die dann. Genau, das ist natürlich oftmals erstmal die leichteste Erklärung so für sich selber. Ja, muss ein Nazi sein. Das ist halt so, aber andererseits kriegen den Vorwurf auch meine schwarzen Kollegen. Dann und okay. Die sind dann auch Nazis. Obwohl sie jemand. Obwohl es gibt schwarze Nazis, Kanye West wissen. Ja, aber es ist dann halt auch so, ja, es wird dann irgendwann schwierig so zu erklären, wenn dann dunkelhäutig abweist, ist dann auch wieder ein Nazi. Also, das passt dann. Also, es wird dann manchmal in so ganz komischen Kontexten angewandt, dieses Nazi- und Rassismus-Ding. Ne? Aber ich weiß nicht, also es. Die Türen werden immer diverser, damit eben auch sowas nicht mehr passiert. Das muss man auch sagen. Es war ja einfach viele Jahre in der Vergangenheit durchaus mal ein Problem, dass eben Rassismus an Türen stattgefunden hat. Ja. Ich will nicht sagen, dass das gar nicht mehr heute passiert, aber vor allen Dingen gerade diese Elektroclubs, die deutlich tiefer in irgendwelchen, ich sag jetzt mal Anführungsstrichen, woken Themen stecken. Ich wollte gerade sagen, Techno-Clubs sind ja immer eher links. Ich will nicht sagen, dass alle links sind, aber zumindest. Sie versuchen sich oftmals da aufzustellen, aber manche Clubs stellen sich dabei auch ziemlich blöde an, muss man sagen. aber die Entwicklung versucht sich da schon irgendwie den richtigen Weg langsam zu finden, um Türen diverser zu machen, das Publikum irgendwie diverser sein zu lassen und um Fehler der Vergangenheit vielleicht auch langsam auszubaden. Ja. Ist deine Fähigkeit, sich Gesichter zu merken, eigentlich besser geworden durch die Tür? Weil du musst ja wahrscheinlich also erstens mal erkennen, wer war schon mal hier, wer gehört hier hin, wer ist hier Stammgast, aber auch wer hat vielleicht schon mal Stress gemacht. Kannst du dir gut Gesichter merken dadurch? Oder? Es ist selektiver geworden, sagen wir mal so. Also es ist schon so, dass wenn jemand kommt und ich weiß, ich kenne das Gesicht, dass eigentlich immer erstmal so der Gedanke anspringt, was war mit dem? So, so klar, Stammgäste aus dem Club, wo man ist, kennt man irgendwie nach einer Weile, das ist ja Standard, die sind ja auch irgendwie jedes Wochenende da. Da denkt man noch nicht nach, aber es gibt so Gesichter, weißt du genau, ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwas war. Irgendwas manchmal war sind komisch. Die Sachen auch 5, 6 Jahre her, aber du weißt, dass was war, weil das sind ja Stresssituationen, die vielleicht körperlich wohnen oder sonstiges, das bleibt schon irgendwie im Kopf. Ich meine, wenn du auf der Straße angemacht wirst von
einem Typen ja. und das endet vielleicht in der Prügelei, dann merkst du dir das Gesicht auch ewig. Sollte man, ist auf jeden Fall gut fürs Weiterleben. Hat Vorteile. Ja. Hat Vorteile auf jeden Fall. Das Thema G, für die, die es nicht wissen, G oder GHB, das glaube ich auch. GHB ja. oder GBL. GBL oder auch Felgenreiniger oder K.O.-Tropfen. Graffiti-Reiniger. Ist die Droge, die in ganz, ganz vielen Berliner Clubs auch verboten ist. Also andere sind ja jetzt nicht ausdrücklich erlaubt, aber sie werden geduldet, sage ich mal. Ja, ihr kontrolliert ihr eigentlich noch auf Drogen an der Tür? Also ich kann mich nur, ich weiß, von, das war immer, ich weiß aus meiner Zeit noch damals, als ich feiern gegangen bin, man wurde abgeklopft nach Drogen und so, wenn man sie aber in den Socken getan hat, hat man sie mit reingenommen. Da hat alle Geheimnisse verraten. Nee, Socken ist natürlich ein Standardversteck irgendwie. Ich weiß nicht, es muss ja jeder Club für sich entscheiden, wie da die ja. Politik ist. Ne? Also man muss jetzt auch mal ehrlich sein, wenn Leute ihre Drogen verstecken wollen, dann haben wir auch keine Chance, die zu finden. Also ist ganz einfach. Es gibt ja Verstecke, die ihr nicht abprüft. Gerade Körperöffnung. Ja, jetzt also nicht, ja. null Chancen, das zu finden, wenn Leute das wirklich verstecken wollen. Ne? Es ist natürlich schon, man kontrolliert ja in erster Linie meistens erstmal die Taschen in irgendeiner Form nach Messern, Pfefferspray, sonstiges. Und wenn dann jemand dort so offen einfach Drogen drin hat, sorry. Dann kommt er aber auch nicht rein. Das, wie gesagt, muss der Club für sich entscheiden. In den meisten Clubs ist es ja oftmals so, dass den Leuten dann angeboten wird, also wir können es jetzt entweder für dich entsorgen oder du kannst es da in die Tonne schmeißen, dann kannst du reingehen oder du behältst dein Zeug und dann haust du wieder ab und kommst halt nicht mehr rein. Aber Ticker werden jetzt auch nicht gern gesehen. Ja, Ticker ist ein anderes Thema. Ne? Also okay. Ticker wird dann bei manchen Clubs direkt an die Polizei übergeben. Ja. Also ich oder kann da nur für wenig Clubs sprechen. Okay. Früher wurden. Genau, dieses, also auf jeden Fall G, vielleicht ganz kurz erklärt, ist ein Graffiti-Reiniger, ist auch leider eine Substanz, die man sehr günstig legal erwerben kann, glaube ich. Sehr günstig legal erwerben, das ist ein bisschen das Problem. Sie ist, also stark süchtig machend auf jeden Fall. Sie ist euphorisierend. Sie ist den meisten eher bekannt als K.O.-Tropfen tatsächlich, weil die Dosierung genau, wenn sie überdosiert ist, das hervorruft. Zusammenbrechen, nicht mehr klarkommen, nichts mehr wissen, keine Kontrolle. Aber es gibt wohl so einen kurzen Punkt davor, wo es wohl einen enormen Rausch auslöst. Aber das Dosieren davon ist ein bisschen das Problem. Die meisten Leute haben das eben nicht im Griff. Und du hast das einfach, wenn du so einen Abend lang im Club bist, irgendwann nicht mehr im Griff. Früher wurde das noch mit Pipette dosiert und wirklich nach, wie groß bist du, was hast du heute gegessen und wie viel hast du gegessen, wann hast du das letzte Mal getrunken. Und heute schütten die Leute sich das einfach so grob ins Glas und trinken drauf los. Also. Das Problem ist vor allem, dass du siehst die Dosierung nicht, also du hast dein Wasserglas und dann schützt du da ein, zwei Tropfen rein. Und dann hast du vielleicht drei, vier Gläser, okay, welches Glas hatte jetzt schon was? Und dann ist zwei Tropfen oder vier Tropfen der Unterschied zwischen ich habe eine gute Zeit oder ich kipp komplett um. Und ich kann disclosen, ich habe das zweimal konsumiert im privaten Umfeld. Und ich muss sagen, das ist schon sehr euphorisierend und sehr schön. So ein bisschen wie so eine Mischung aus Ecstasy, aber auch Kokain und macht extrem horny, leider auch. Deswegen wird es ja im sexpositiven Umfeld häufig genommen. Und es ist aber wirklich scary, was passiert. Du hast diese Leute ja schon häufig gesehen, ich habe diese Leute auch schon gesehen. Wenn es irgendwann zu viel wird, du wirst irgendwann wirklich zum Zombie. Das ist eklig. Ja, du bist ein Zombie und also was ja für Türsteher oder für alle Sicherheitsmitarbeiter, sag ich mal jetzt, wir nennen sie mal im Großen und Ganzen alles Türsteher im Club, das Schwierige ist, dass wir uns nachher um diese Überdosierung kümmern müssen und dann wirklich um die Leben der einzelnen Menschen kämpfen. Und das, ja. das also, dass ich das heutzutage als Türsteher machen muss, finde ich persönlich einfach super nervig, dass ich jetzt, nur weil du deine Verantwortung an der Garderobe abgegeben hast, darum kämpfen musst, dass du am Leben bleibst und nächsten Morgen weißt du einfach nichts davon. Also du weißt nicht, dass wir hier irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten dabei waren, dich wiederzubeleben, während du vollgekotzt und vollgeschissen da liegst und du warst nächsten Tag irgendwie sauber gemacht im Krankenhaus auf und denkst, ja, ich bin wohl ohnmächtig geworden und das war alles. Hat kein Club Bock drauf, dass Leute sterben dort. Das ist auch nicht so geil fürs Feierumfeld. Also
der Club hat keinen Bock drauf und erstmal geht es ja auch darum, dass Gäste eigentlich eine gute Zeit haben. Also ich verstehe, so ein Arzt meinte mal bei uns, bei G ist halt so der Unterschied zwischen guten Trip und Herzkammerflimmern ist ein Tropfen. So. Das war die Aussage von dem Notarzt, der da war. Und das ist halt das Gefährliche dran, ne? Und das zu dosieren, während du völlig stralle schon bist, ja, und völlig betrunken und schon 3 Tage wach, also das kriegt kein Mensch hin. Nee, das geht häufig schief. Ist auch sehr gefährlich für die Lunge oder Speiseröhre, weil das sehr ätzend ist, das Zeug, offensichtlich. Und wahrscheinlich dann noch für einen Club das Problem, etwas, was gleichzeitig als K.O.-Tropfen genutzt werden kann, möchte man natürlich auch nicht. Absolut nicht. Ne? Also es ist auf so vielen Ebenen so schwierig, damit umzugehen einfach. Ne? Also ja, ich meine, verbieten macht keinen Sinn. Bin mir unsicher, ob mehr Aufklärung wirklich hilft, aber es ist natürlich erstmal ein Versuchswert, weil es wird auch nirgendwo wirklich gut darüber aufgeklärt, das muss man auch sagen. Ja. Ich glaube, da hatte letztes Jahr die Clubkommission oder vor 2 Jahren große Debatten drüber, ob mehr Aufklärung hilft. So. Ich glaube, es wäre ein Versuch wert, das erstmal anzugehen, aber was ich mir persönlich wünschen würde, das geht natürlich alles nicht aus Datenschutzgründen, ist einfach, dass wir das filmen dürften, was mit den Leuten passiert. Also während wir da gerade um sie kämpfen. Wenn du danach dann siehst, das ist wirklich ehrenlos, wie man dann aussieht. Das ist wirklich ehrenlos. Also ich würde mir wünschen, dass wir selbst nur für die Person selber das einfach filmen dürften, damit sie einfach den Schockmoment selber hat, den wir da. Du verlierst komplett deine Würde. Ich habe das auch schon erlebt beim Menschen. Das ist wirklich scary, wenn du siehst, okay, die Person ist jetzt überhaupt nicht da. Die ist jetzt komplett weg. Die ist weg. Komplett also in seiner Welt. Die Personen schreien vor Schmerzen, während sie selber gar nicht mehr da sind. Das ist wirklich wie so ein leerer Dämon. Deswegen sage ich auch Zombie, weil bei anderen Drogen, wenn man da überdosiert oder zu viel genommen hat oder auch Alkohol, liegt man in der Ecke und ist fertig. Und da ist man halt irgendwie noch so aktiv und macht irgendwelche Sachen. Das ist gruselig. Also es ist wirklich gruselig, auch in wie unterschiedlichen Formen sich das zeigt. Ne? Manche sind da so super aktiv und dann von 0 auf 100 klappen die um, dann springen sie wieder hoch und denkst, das sieht aus wie so eine Marionette, die quer durch den Raum geschleudert wird. So. Leute, nehmt kein G. Nehmt Koks. Nehmt Koks. Könnt ihr euch nicht so viel leisten. Oh Mann. Apropos Sponsoring, weil ich hier gerade schon sage, so macht das und das. Ich kann ja an dieser Stelle mal offen sagen, wenn ihr eine coole Marke seid und Bock habt, was zu sponsern und ich hinter dem Produkt stehe, würde ich das schon auch machen, weil ich Geld brauche. Weil das Leben teuer ist. Eine coole Marke seid. Jetzt ist so eine verrückte Moni vom Dorf. Das ist eine coole Marke sein. Ihr müsst auch Geld haben. Ich mach's nicht umsonst. Ich habe ein Angebot gekriegt für ein Casting, für einen Bierwerbespot. Ja. Und es wäre richtig lukrativ gewesen. Also eine Agentur, die mich angefragt haben, das hätte, glaube ich, 2.000 Euro pro Tag. Das wären 4 Drehtage. Mhm. Plus nochmal 15.000 Euro Buyout oder so. Das wären eigentlich über 20.000 Euro gewesen. Aber ich kann halt nicht in einem Bierwerbespot machen. Aber das ist auch ehrenlos von denen, dich zu fragen. Also hätte man sich nochmal informieren können. Was für Wichser sind denn das? Das weiß doch jeder. Bitte, dann müssen. Also ich meine, also jetzt mal ernsthaft. Ne? Es geht in jeder deiner Podcast-Folgen in irgendeiner Thema, in irgendeiner Form um Sucht. Es geht in deiner Comedy um Sucht. Es geht überall. Alles, was man sich von dir anguckt, da geht's oftmals gesucht. Und dann fragen die dich für Bierwerbespot. Ich würde mich was schon, für Wichser seid ihr? Was eigentlich? Für Wichser seid ihr? Ich würde mich schon komplett verkaufen, wenn ich das machen würde, oder? Also, ich kann das Geld auch riechen, aber. Nee, das geht darum nicht. Darum geht es ja nicht. Die sind Wichser, nicht du. Das geht nicht. Und. Ja, das ist, glaube ich, ein schwieriger Punkt. Nee, in der Karriere, wo man dann wirklich mal Werte setzen muss und auf Geld scheißen. So. Ja. Weil damit entscheidest du, wie ernst du genommen wirst von deinen Zuschauern in Zukunft, ne? Weil es ist ja schon auch, genau, wenn ich irgendwie die ganze Zeit erzähle, irgendwie Leute, ich bin nüchtern geworden und ich will das niemandem vorschlagen, aber es ist ein cooler Lebensweg und dann so, hey, trinkt Bier. Das passt nicht wirklich zusammen. Ich meine, ich glaube, den Twist kann jeder verstehen. Ich meine, was sind das insgesamt dann? 24.000, 25.000 Euro? Ja. So, also das ist eine Menge Geld. So, jeder weiß, wie gut man das gebrauchen kann. Aber nee, das ist nicht. Also, hilft der Marke jetzt ja auch nicht wirklich. Damit stehst du mit deinem Namen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber was wäre denn ein Produkt, was hier reinpassen würde? Also schon irgendwann, da müsste ich noch ein bisschen mehr aufbauen, aber die Sportschiene natürlich. Ich meine, wenn du dir die amerikanischen Podcasts anhörst, natürlich viel irgendwie. Aber nicht so was wie Athletic Greens oder Protein. Aber wirklich Sport? Nee. Ich glaube, du wirst eher so ein eleganterer Typ irgendwann.
Elegant, so Mode. Ich glaub, du wirst in so einem guten Anzug irgendwann auf der Bühne stehen. Nein. Doch. Wie Jimmy Carr oder. Na, wenn du aus diesem Midlife Crisis Ending raus bist, ich glaube, dann. dann tausche ich meine rosane Shorts hier ein. So ein Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel oder Jimmy Fallon. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mein Leben lang nie Anzüge getragen. Ich habe meinen letzten Anzug bei meiner Hochzeit getragen. Wir wissen, wie das geendet ist. Also nicht gut. Also, ja. Du bist ein erfolgreicher Comedian. Ja. auf jeden Fall erfolgreicherer Comedian als Ehemann. vielleicht will ja Peek und Kloppenburg dich sponsern. Sind die nicht pleite? Ich weiß nicht. Ach, die auch noch. Alle sind pleite. Ich weiß nicht, überlegen wir nochmal. Wenn ihr eine Idee habt, dann meldet euch. Ich mache Dinge für Geld. Meinst du, man verliert seine Glaubwürdigkeit auf der Bühne? In den USA ist ja gang und gäbe, eigentlich so die großen Podcasts. Die haben alle irgendwelche Sponsoren. Das finde ich auch okay. Ich meine, warum nicht? Also, man macht das, guck mal, das ist jetzt erstmal alles umsonst und hier steht aber schon für ein paar tausend Euro Equipment. Ja. So, das wird schon jeder verstehen, dass man. Und deine Gage auch. Das außerdem. Klar, also ich finde nicht, dass man sich verkauft, das ist einfach das Businessmodell fertig. Und wenn dann da irgendwann irgendein Pizzalieferant im Hintergrund ist, ist auch drauf geschissen, ändert ja nichts an der Show. Stimmt eigentlich. Also, ich sag's jetzt zum fünften Mal, bitte meldet euch. Ich hab auch wirklich Reichweite. Es hat ja wirklich die Folge mit den Sucht- und Süchtig-Leuten, John und Hagen, hat auf YouTube 70.000 und auf Spotify 10.000, also 80.000 zusammen mit Anja Schneider, die hatte jetzt insgesamt 30.000, mit Phyllis hat auch schon über 20. Also, ich hab gesehen, also hast auch selbst auf Instagram richtig Klicks. Gerade bei diesen Squirting-Videos bist du, glaube ich, in die Millionen gegangen, oder? War das mit Jana Baccio? Ja. Ich fand die Folge mit Anja Schneider tatsächlich sehr interessant. Ja, du, mit Anja mache ich Sport fast jeden Tag. Und Anja ist ja wirklich eine lange Zeit schon dabei. Ja, ist ein Urgestein in der Szene. Urgestein in der Szene. Und ja, spannend, die hat ein paar spannende Geschichten zu erzählen. Damals Love Parade. Ja. Und wie sie zum ersten Mal im Tresor war und die ganzen Nummern. Ich wollte damals Nummern. Als kleines Kind, ich war sogar in Berlin, ich habe hier noch nicht gelebt, bei meinen Cousin in Hönow und ich wollte unbedingt auf die Love Parade. Welches Jahr war das? Frag mich nicht, ich ging auf jeden Fall noch zur Schule. Ja. Und wir haben, glaube ich, in Hönow aus dem Fenster heraus die Musik aus der Stadt gehört, weil es so laut war. Echt? Ich war so, ich will dahin zu meiner Tante, ich will dahin und sie war dann so, ja klar, wenn dein Cousin mit dir geht, kein Problem. Und er hat einfach bei sich im Zimmer einen zweiten Fernseher angemacht und gesagt, hier kannst du hier gucken. ist ja das Gleiche. Guck dir denn, das ist wie damals im Corona-Lockdown, die DJ-Livestreams. So, wir brauchen jetzt nicht mehr Party machen, wir haben DJ-Livestreams. Wir tanzen jetzt alle im Wohnzimmer, Alter. Also nochmal Shoutout. Schaut euch die Folge mit Anja Schneider an. Geschichten von den Tagen, wo der Techno-Viking noch frei auf den Straßen rumlief. Das war eine tolle Zeit. Das ist, auch wenn man sich das anschaut, dieses Video am Rosenthaler Platz einfach, man erkennt das nicht wieder. Das war echt noch. Ja. Selbst als ich nach Berlin gekommen bin, 2007, war die Linienstraße, die jetzt komplett bebaut ist, war jedes zweite Grundstück einfach eine Wiese oder ein Parkplatz. Das war alles nicht bebaut. Selbst Lichtenberg, also wo ich ja hingezogen bin, relativ am Anfang in Berlin. Das. Weil du ein Nazi bist. Ich konnte Nazis besser handeln, weil ich aus MacPom kam. ja, da erkennst du auch nichts mehr wieder. Oder Rummelsburg, wo einfach in den letzten 8-9 Jahren alles so dicht gebaut wurde. Erkennst du nichts? Also die Zeiten. Früher war alles besser. Aber die Berliner Clubszene wurde ja auch schon oft totgesagt. Dann jetzt auch irgendwie die Rummelsbucht muss gehen. Dann ist ja auch irgendwie dann die Frage mit der Renate, wenn dann die A100 kommt. Und auch das About Blank muss vielleicht auch weg, wenn die A100 kommt. Aber irgendwie finden sich doch immer wieder neue Orte. Manchmal da ein bisschen weiter außerhalb, aber es geht doch irgendwie weiter. Ja, das Ding ist halt, ne, ich glaube einfach am Ende des Tages, jeder Club, jede Bar hat irgendwie bei der Eröffnung auch ein Verfallsdatum. Irgendwann endet das alles. So. Aber das ist ja auch Teil des Prozesses, dass es sich immer wieder neu entwickelt, weil es gibt nur ganz wenig Sachen in Berlin jetzt, nicht nur Elektroclubs, sondern auch größere Diskos, die sich wirklich über langen Zeitraum halten. Und nicht bei jedem ist es gut.
So, das merkt man dann auch. Manchmal sind Dinge einfach, wären zu alt, dann steckt man. Ich denke, es wäre auch gut, wenn du jetzt mal zumachst. Ja, ja, so bei manchen Comedians so ist ja, okay jetzt. Ja. Reicht. Aber das Gute an den Clubs, wie ich glaube, sowohl Sisyphos als auch Berghain, dass die Gebäude den Betreibern gehören jeweils. Was zumindest die Chance erhöht, dass sie bleiben. Aber auf jeden Fall, wenn jetzt um das Sisyphos herum da irgendwie Wohnungen gebaut werden sollten, weiß ich auch nicht, wie es dann aussieht. Oder das hast du ja zum Beispiel auch beim Ritter Butzke, da sind ja auch neue Büros drumherum mittlerweile, wie das noch funktioniert. Ja, das ist halt das Ding, ne? Also wenn jetzt, ich weiß nicht, wie es beim Sisyphos ist, beim Berghain ist es jedenfalls so, dass dieses Stück ums Berghain herum ist ja Industriegebiet ausgezeichnet, ne? Und das kannst du halt nicht so einfach Wohnungen. Du kannst halt nicht so einfach Wohnungen hinbauen. So, und ich glaube, beim Sisyphos ist es so ähnlich, da ist ja links und rechts ist, glaube ich, auch Büros und so. Ja. Von daher bist du ja dann schon so ein bisschen abgesichert, wenn da jetzt erstmal keine Nachbarn kommen, die sich beschweren. Und so, ja. Ne? Das erhöht auf jeden Fall die Chance, dass du bleiben kannst. Ich weiß aber nicht in beiden Fällen, wie es ist mit den Besitzansprüchen, ob das ihre eigenen Grundstücke sind. Aber selbst dann, ne, kann es ja auch irgendwann sein, dann machst du das 20, 30 Jahre, dann hast du als Besitzer auch irgendwann vielleicht mal keinen Bock mehr, sondern sagst du, okay, ich stoße das jetzt ab, ich verkaufe das und dann ist gut. Und dann kommt jemand anders, zieht einen anderen Spirit auf und dann funktioniert es nicht mehr. So. Das ist krass, wenn du überlegst, das Berghain-Grundstück, was ja wirklich am Ostbahnhof, so mitten in Berlin, wären schon einige Millionen auf jeden Fall, dieses Ding wäre das. Aber ich glaube, die Betreiber haben keine Geldnöte, denke ich jetzt mal von aus, wenn die das schon länger betreiben. Übrigens für viele sehr verwunderlich, auch Berliner, die manchmal, weiß nicht, wo ich dann mal nebenher erklärt habe, wo denn der Name herkommt und die so, weil es nämlich zwischen Kreuzberg und Friedrichshain liegt auf der Grenze. Ne? Das ist wohl die Erklärung. Ja, ja. Berghain. Übrigens, ich hadere mit dem Namen von diesem Podcast. Ich will den eigentlich, steht schon fest, ich will den auf jeden Fall umbenennen. Hast du schon eine Idee dafür? Ja. Kommst du jetzt auch mit so einem Bezirksding hier? Nee. Oder einfach so die zwei Straßennamen. Hier wäre ja auf jeden Fall, wir sind auch ziemlich auf der Grenze zwischen Mitte und Berg. Also Prenzlberg und Mitte. Berg. Prenzlmitte, Mitte Berg, Bergmitte. Ist auch ziemlich dumm. Bergtitte. Also mehr Prenzlberg geht eigentlich nicht. Was ich am meisten bestelle in irgendwelchen Kaffeeläden, ist der Flat White mit Hafer. So ein gemischtes Hack, Flat White mit Hafer. Also wenn man mich, und es passt irgendwie auch so ein bisschen, Flat White mit Hafer, auf jeden Fall viel zu teuer für das, was es ist. Ja? Und sieht vielleicht irgendwie zurückhaltend aus, aber knallt ganz schön rein. Keine Ahnung. Ich komme an diesen komischen Kaffeetrend in Berlin, komme ich nicht ran, wa? Nee. Ich verstehe auch nicht, also. Du trinkst bestimmt einen ehrlichen schwarzen Kaffee. Ich trinke gar keinen Kaffee. Ah, du trinkst gar keinen Kaffee. Nee, aber ja, das ist Ding, einfach Fehler. So viel Kohle auszugeben. Ja, es ist. Das ist teurer als früher eine ganze Mahlzeit mittlerweile. So. Also ich glaube, jeder, der so ein bisschen, ja. der ein Stundengehalt hat, der rechnet sich ganz schnell hoch, so, Alter, das ist eine halbe Stunde Arbeit. Es ist auch richtig dumm. Also so ein Flat White mit Hafer kostet ja schon 4 Euro oder 4,50 Euro auch. Ne? Ja, dann bist du ja schon günstig wahrscheinlich, oder? Ja, es ist auf jeden Fall richtig teuer. Es ist viel, viel, viel zu teuer. Aber das als Name, es bleibt auf jeden Fall hängen. Flat White mit Hafer ist so, ja. Gefällt dir nicht so? Ah, da bin ich zu Ossi für. Also dann denke ich mir. Den Scheiß höre ich nicht. Haben wir zu Hause. Mit zu Hause können wir selber machen. Das müssen wir nicht hören. Ja, hast du einen Kaffeebecher, nimmst einfach mit. Auch, ja, müssen wir nochmal überlegen, der Name. Ich weiß nicht. Werden wir nicht heute entscheiden, aber wird irgendwann nochmal passieren, glaube ich. Slidet in meine DMs und macht einen Vorschlag. Du wolltest doch was zu der Knochenmarkspende sagen. Mm. Ja, ich hatte. Letztes Jahr ja das Vergnügen, dass ich von der DKMS tatsächlich mal angefragt wurde als Spender, was sehr selten vorkommt. Ich habe mich da vor, glaube ich. Also du hast dich registriert? Ich wurde vor knapp 15 Jahren dort registriert. Habe das natürlich komplett vergessen, dass ich da überhaupt war. Und letztes Jahr war es dann tatsächlich mal so weit, dass ich als Spender in Frage kam. Und das ging dann wirklich so weit bis zur Spende, sodass ich irgendjemanden irgendwo auf der Welt tatsächlich das Leben retten konnte.
Kennst du die Person? Wird dir das genannt oder gesagt? Wenn das alles zu der Spende kommt und auch praktisch übergeben wird, dann kriegst du einen Tag danach ein paar grobe Daten zu der Person. Mhm. In meinem Fall, dass es eine Frau aus Spanien ist. Und wir dürfen einmalig anonym Kontakt aufnehmen. Anonym hinter einer Schattenwand oder? Ja, wir müssen, also wir können einen Brief auf Englisch schreiben, der geht an die DKMS, die anonymisieren das nochmal, dass da keine Infos drin sind, dass man sich treffen könnte. Das lassen die Datenschutzgesetze in Spanien nicht zu. In Deutschland wäre es so, man kann danach Kontakt aufnehmen, man kann entscheiden, ob man sich kennenlernen möchte oder nicht. Also du wirst diese Person nie kennenlernen können, eigentlich. Also in meinem Fall nicht. Nee. Ah. Krass. Und was spendet man dann? Blut, Plasma. Genau, da geht's Blutplasma, das ist nicht direkt Blut. Du kriegst ein Medikament, wenn es zu einer Spende kommt, ein paar Tage vorher, dass mehr davon produziert wird. Dann gehst du morgens irgendwie ins Krankenhaus, kriegst links und rechts einen Schlauch rein, wie bei so einer Blutdialyse. Mhm. Das wird rausgefiltert und der Rest des Bluts kommt wieder zurück in den Körper. Dauert. Also tut nicht weh. Es tut nicht im Ansatz weh. Also das Schlimmste daran ist noch das Medikament, weil du dich ein bisschen matt fühlst, aber das ist jetzt auch nicht schlimm dafür, dass du jemanden das Leben retten kannst, der wirklich darauf angewiesen ist. Von daher auch der Aufruf, wenn ihr könnt, meldet euch da an. Ich habe es nämlich bei mir auf meinem Instagram so ein bisschen thematisiert. Ich habe da echt viele positives Feedback bekommen von Leuten, die sich dann angemeldet haben, was ich ganz gut fand. Darum dachte ich, wir sprechen das hier heute auch nochmal an. Es ist super einfach, ihr meldet euch an, kriegt ein Stäbchen nach Hause geschickt, da streicht ihr euch einmal durch den Mund und das war's. Sache von 5 Minuten. Genau, und die Chance, dass ihr wirklich als Spender in Frage kommt, wurde mir jedenfalls so erklärt, ist, als wenn jemand ein Lotto gewinnt. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber für die Personen, die das brauchen, ist das wirklich ein Lottogewinn, wenn sie jemanden finden, weil es so unwahrscheinlich ist, jemanden zu finden, der genetisch so ähnlich ist. Das heißt, man kann sagen, wenn du dich da nicht registriert hättest, vielleicht hätte die Frau niemanden gefunden. Dann würde sie höchstwahrscheinlich sterben. Also das ist einfach, wenn du an dem Punkt bist, dass du diese Spenden schon brauchst und du findest keinen Spender, dann hast du noch, dann gibt es auf jeden Fall schon ein Zeitlimit, sagen wir mal so. Also Leute, registriert euch. Und nach diesem Aufruf komme ich mir ein bisschen schäbig vor. Registriert euch erst für die deutsche Knochenmarkspende und dann lasst bitte ein Abo, 5 Sterne und dann ein Abo und aktiviert die Glocke, sonst werdet ihr nicht erinnert, wenn die neue Folge kommt. Ja, vielleicht brauchen sie es auch nicht mehr dann. Genau, und braucht es nicht mehr dann. Und ich plane im Oktober, November, Dezember auf eine kleine Tour zu gehen in 10 Städte, deswegen meldet euch in der Mailingliste an. Ich muss nämlich noch entscheiden, wohin ich fahre. Ja. Deswegen in der Description den Link klicken. Ja. Geil. Geil, ne? Da werden die großen Bühnen gespielt. Nee, ich will so 50 bis 100 Leute. So kleine Bühnen. Und die größeren Bühnen dann hoffentlich irgendwann. Dafür müsst ihr die Glocke abonnieren und euch bei der Deutschen Knochenmarkspende anmelden. Das wird so eine Tour, die man in so einem Ford Car abgurken kann, ne? Ja, so richtig mit einem Fiesta. Ich habe so eine, so eine Bluetooth-Box und so ein Fischer-Preis-Mikro mit. Geil. Sowas drin. Cool, danke. Hey, das war spannend. Viele spannende Einblicke ins Berliner Feierleben. Bleibt feiert safe und ich bin froh, wenn wir dich wieder auf der Bühne sehen irgendwann. Ich freue mich auch drauf. Ja, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.